Das sind 4.259 Kilometer in die Türkei. Auf geht's. Ohne G. Ohne G. Tiki, also Tiki da einfach. Okay. Huiuiui. Na, das wird ja eine Fahrt, wa? 4.200 Kilometer, das haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Was ich übrigens nochmal sagen wollte, danke Chat und Tobi für die Switch, bin super happy. Ja, vor allem Dank an den Chat, ne? Vor allem Dank an den Chat, dass ihr den Baumist es ermöglicht habt, jetzt sich in Mario Kart aufzuregen. Richtig lit. Nein, also da kann ich auch nur nochmal rausgeben an den Chat. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch auch nochmal, ja. Ihr habt das ja im Grunde genommen gemacht. So, können wir hier fahren? Können wir hier fahren, sehr gut. So. Da, 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 da. Huch! Bin ich an den Hupen gekommen. Ich bin an den Hupen gekommen. Oh, was hast du denn, Alter? Was? Oh. Moment. Ist das eine Straße? Ach, du heilige Maria. Gott sei Dank haben wir keinen Auflieger hinten drin. Was ist das denn? Hä? Hä? Was ist das? Alter. Gott sei Dank haben wir keinen Auflieger drin. Machst du den T-Rex? Ja. Schön. Sie wurden geT-Rexed. Ich fahre hier mal ein bisschen langsamer durch. Boah, ist das übel! Bin ich noch in Europa? Du musst doch mit Auflieger wieder da raus. Nein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Mach mich nicht fertig. Nee, dann müssen bestimmt, da gibt es bestimmt irgendeine andere Strecke, wo wir fahren können. Doch. Ach du Heilige. Bin ich ja mal gespannt jetzt. Okay, Steine von Gurunja nach Terida. Tekirda. 4.200 Kilometer. Über Land. Das ist keine Zug, also keine Dingsstrecke, ne? Das ist nicht irgendwas mit Boot oder sowas. Das ist über Land. Das muss ich erst mal gucken, wo wir hin müssen. Hier hoch? Nutzt du Force Feedback? Nee.
Nee, weil der ganze Schreibtisch dann vibrieren würde und damit dann auch das ganze Equipment, also auch die Kamera und sowas. Deswegen habe ich das aus. Ach du Heiliger, was ist das einmal? Was ist das denn hier? Heißt doch keine Autobahn. Doch, Autobahn schon. Autobahn schon. Toll. Das könnte, das geht, das geht, das haut hin. Kein Problem. Ja, easy. Wir sind doch Profis, ne? Wir sind doch alle Profis. Ja, fast perfekt. Ich hätte noch ein Stückchen zurückgemusst, aber ansonsten war gut. Okay. Auf geht's. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wir werden niemals hier runterkommen. Niemals hier runterkommen. Nie im Leben werden wir hier runterkommen. Aber gut. Wir koppeln da Dingen ab und hauen einfach ab. Ist nicht unser Problem. Ist nicht unser Problem. Wir ziehen aber durch. Kann ich auch. Na nee, ich mach's lieber nicht. Ich habe überlegt, ob ich hier gerade querfeld einfahre. Ne? Wobei hier ist eine Straße, aber ach, scheißegal. Also, Straße. Das hat nichts mit den europäischen Standards zu tun, die wir normalerweise kennen. Okay, hier rum geht's, geht, geht, easy, easy, das geht. Ich glaube aber, wenn ich da unten auf die Map gucke, wir müssen nicht nochmal durch die Stadt fahren, oder? Oder ist das genau die gleiche Route wieder zurück? Die gleiche. Okay, ich glaube aber, hier rum geht's. Ich glaube, warum parkt der da überhaupt? Wenn der da nicht parken würde, ne, wäre das überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, hier rum geht's sogar. Hübsch gemacht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut gemacht ist das. Und ich finde es auch gut, wenn man mal ein bisschen engere Straßen hat und sowas, ne? Dass du mal ein bisschen Herausforderungen und so. Das finde ich schon cool gemacht, auf jeden Fall. Weil du hast ja sonst, was machst du sonst? Du fährst einen LKW über die Autobahn. Wow. So, da ist halt Spannungslevel auch manchmal eher so ein bisschen gering. Aber deswegen, ich find's cool, dass das mal so gemacht ist, dass man hier auch mal ein bisschen, ne, durch die Stadt und sowas fahren muss. Das ist schon ganz nice gemacht. Jetzt, so, hier wird jetzt nochmal haarig um die Ecke. Aber ich glaube, das geht. Jo, geht, gar kein Problem. Alles nicht so beschissen wie das enge Loch von letztem Mal. Den liefere ich auch nicht mehr. Habe ich gleich schon gesagt, da fahre ich nicht mehr hin. Die können sich ihre Scheiße selber liefern. Sondern auch selber fahren, die Assis. Kein Bock mehr drauf.
So, wie schnell dürfen wir fahren? 50, wo müssen wir hin? Hier runter. Ich bin richtig. Nice. Lieber Rodan, dankeschön für 16 Monate im Tier 2. Vielen, vielen Dank, lieber Rodan. Dankeschön. Sportsmann 14, dankeschön auch an dich für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Und schöne Grüße zurück in den Spreewald. Ich danke dir vielmals. Guck mal, hier ist ein Kreisel mit Ampel. Hä? Ist der Kreisel, also ist das nicht normalerweise dafür gedacht, dass man, also Kreisel macht man doch normalerweise, um eben keine Ampel zu haben, oder? Oder bin ich jetzt blöde? Naja. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein paar Mal tanken, Fox. 4000 Kilometer. Klar gibt es auch Kreise mit Ampel. Ja, aber ich weiß, dass es Kreise mit Ampel gibt. Haben wir ja gerade gesehen. Aber ist nicht normalerweise ein Kreisel eher ein Ampelersatz? Also normalerweise? Wie schnell darf ich denn hier fahren? 70. Ah, ich fahre 87. Oh, ja, mei, ich fahre fast 70, gell? Captain, dankeschön für 39 Monate. Letzten die Tage dann alle ersten YouTube-Video geschaut und voll der Nostalgie-Trip. Hast du aber gut weiterentwickelt. Captain, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. 39 Monate und natürlich auch für deine, für dein Lob. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ist auch gut, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Wenn man sich nicht weiterentwickeln würde, dann das wäre ja schlimm. Das wäre ja Katastrophe. Ich fahre mal gerade hier rüber. Komme ich hier lang? Ich muss hier auch lang, ne? Ist alles richtig, okay. Everything is right. This is correct. Where you go here. Trin, danke schön für deine 2 gegifteten Subs. Weitere 2. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Oh, wir dürfen 90 fahren, by the way. Ziehen wir mal durch hier. So, dann schön in Tempomaten rein und Eier gekrault. Tempomat ist drin. Spitze. Polizei da vorne. Was los? Was passiert? Ei. Was habe du gemacht hier? Was ist los? Was ist passiert? Oi. Unfall. Unfall nicht gut. Unfall nicht gut. So, warte mal, ich muss die Spiegel nochmal ändern. Ich brauche den rechten Spiegel, brauche ich eingeblendet, den anderen nicht. Okay. Easy. Alter, Lars Prussian, danke schön für deine 50 Euro und 1 Cent, Alter. Vielen, vielen Dank. Prussian, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank für deine 50 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Kann es sein, dass der LKW durch das Ankuppeln leicht bewegt hat? Ein bisschen vielleicht, gell? Ein bisschen vielleicht, gell? Auf eng vielleicht. Und mal rechte Maustaste? Oh, das ist so geil, ne? Mit dem Ranzoomen, das ist so nice. Sweet Lemon Drop, dankeschön für deine 5 gegifteten Subs. Vielen, vielen Dank. Auch an dich. Big Things. Dankeschön. Oh, guck mal, da vorne ist ein Schotter-LKW. Schotter, der liefert wieder Schrottteile. Aber Schotter heißt Schotter nicht eigentlich. Hieß das nicht Schrott oder sowas? Da war noch. Hat das nicht mal irgendjemand gesagt gehabt, dass Schotter übersetzt Schrott oder sowas hieß? Spuralterassistent gibt's hier nicht. Glaube ich. Ach, schade auf Polnisch. Okay. Ja, Schrott und schade ist doch fast das Gleiche. Ist doch fast das Gleiche. Sichi1988, Dankeschön für deine 8 Monate. Vielen, vielen Dank.
durchziehen hier, 90 hier, ne? Mal vorbeifahren, wenn der so langsam ist. So, und dann müssen wir hier runter. Wobei ich schon sagen muss, Skoda hat schon coole Autos. Ne? Da kannst du gar nichts sagen. Skoda hat schon sehr, sehr coole Autos. Ohne Mist. War ich auch kurz mal überlegen, also es wird ja jetzt bei Mercedes aktuell geprüft, ob ich noch mal 2 Jahre lang VIP-Leasing bekomme oder nicht. Und ich bin schon so ein bisschen am Rumgucken, falls es nichts werden sollte, also falls ich quasi nicht nochmal VIP-Leasing geeignet bin. Ich weiß nicht genau, nach was sie da gucken, ich habe keinen Plan. Muss ich mal gucken, was ich mir dann als nächstes... ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht. Mal schauen, wo die Reise dann hingeht, wenn das mit Mercedes nichts mehr wird. Die bei Mercedes werden mir wahrscheinlich anbieten, da ein Auto zu finanzieren oder zu leasen. Aber da bin ich ganz ehrlich, das ist nichts für mein Portemonnaie. Das ist nichts für mein Portemonnaie, leider Gottes. Also wenn du irgendwie 12.000 Euro anzahlen musst und dann immer noch 500 Euro im Monat hast, da bin ich dann auch raus. Also ich bezahle gerne für mein Auto und ich bezahle auch gerne vielleicht für manche wahrscheinlich ein bisschen zu viel fürs Auto. Ne? So 500 Euro im Monat ist schon viel Geld für ein Auto. Aber das sehe ich dann halt nicht. So gerne ich diese Autos auch fahre, aber... Na. Warte mal. Mal gucken, dass wir auf 90 kommen. Und Tempomat rein. Let's go. Als Allgäu muss es schon günstiger gehen. Ja, nee. Na, was heißt günstiger? Ich würde halt dann schon gucken, dass es vielleicht dort noch irgendwas preiswerteres ist. Vielleicht zurück zu Opel oder sowas. Mal gucken. Vielleicht auch zu Suzuki wieder, aber die haben halt nichts jetzt, was mich jetzt in dem Sinne anspricht. So, ein Vitara haben wir schon in der Familie. Da wäre es jetzt Bullshit, noch einen zweiten zu nehmen. Ja, sonst, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, genau, Fox. Ja, ich fahre nicht viel Kilometer. Also, die haben jetzt auch bei dem VIP-Leasing, wie gesagt, ein bisschen was geändert. Da muss ich mir den Vertrag nochmal durchlesen. Mitsubishi schon mal angeguckt. Mitsubishi macht auch sehr tolle Autos, aber ich muss mal gucken. Ich glaube, wir haben hier keinen Händler mehr in Darmstadt. Glaube ich. Vielleicht ist es aber doch immer noch der am Prinz hat. Das weiß ich nicht. Hat man bei VIP-Leasing noch andere Vergütungen, außer... Nee. Also du hast beim VIP-Leasing halt 1%. Jetzt mit dem neuen Vertrag sind es 1,1%. Das macht sich jetzt... Man würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, 0,1%, das ist ja... Tobi, das ist nix. Macht aber dann eben auch mal bei einem Auto für 500, 600 Euro sind das halt auch schon mal eben 50, 60 Euro, die du halt mehr bezahlst. So, echt. Was auch noch dazu kommt, was ich auch nicht wusste, also ich mache das jetzt seit 2 Jahren, und was ich nicht wusste ist, dass ich normalerweise einfach mit meinem Serviceausweis zu Mercedes gehe und kann Räder wechseln und Inspektion und sowas habe ich ja immer selber bezahlt. Ich habe jetzt erst erfahren, dass ich das hätte gar nicht selber bezahlen müssen. Das heißt, ich habe für Reifenwechsel und für Inspektionen in den letzten 2-3 Jahren 500 Euro, 600 Euro insgesamt bezahlt. Und ich hätte es gar nicht selber bezahlen müssen. Weil es ist ja nicht mein Auto. Es gehört ja Mercedes, das Fahrzeug. Ich habe das ja nur geliehen quasi. Und das ist Teil des VIP-Pakets, dass man eben diese Sachen nicht selber bezahlen muss. Ich wusste das aber nicht. Das hat mir keiner gesagt. Ich wusste es nicht. Ja. Das wusste ich nicht. Ja, jetzt war ich Reifen wechseln und ja, hab einfach den Serviceausweis dahingelegt, hab gesagt, hier, Stuttgart, Kosten zurückfordern. Ah, nee, komm, scheiß drauf. Scheiß da Hund drauf, egal.
Ist zwar ist scheiße, aber ich hab da jetzt. Ich hab da jetzt keinen Bock, irgendwie Ärger zu schieben oder so. Scheiß da unten drauf. Ist halt jetzt gut zu wissen. Jetzt, wo ich neu geprüft werde und es vielleicht gar nicht mehr bekomme. Also, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich weiß es nicht. So, was ist denn das da jetzt vor mir? Warum fährt er denn auf der linken Spur, sag mal? Kann ich rüberwechseln? Jo, machen wir das mal. Mit traumerfüllten alten A4 gekauft. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht auch sowas in die Richtung irgendwie mache. Ne? Einfach so ein älteres Auto kaufen. Ne? Oder so einen älteren Mercedes einfach oder sowas. Da gibt es auch schöne Autos auf jeden Fall. Gibt es auch sehr, sehr schöne Autos. Mazda muss ich mal wieder gucken, muss ich mal wieder reingucken. Bei Mazda habe ich mir angeguckt, bevor ich zu Mercedes gegangen bin. Tatsächlich. Mazda fand ich auch sehr, sehr nice. Oder auch Dingens hier. Ich finde Toyota auch ziemlich cool. Und ich finde auch diese Luxusmarke von Toyota. Nicht Luxusmarke, aber ne, diese andere Marke. Wie heißt die denn hier? Verdammt nochmal. Lexus. Finde ich auch sehr, sehr coole Autos. Lexus, finde ich, sehen auch optisch sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Fand ich auch sehr, sehr hübsch. Schlichter 1, Alter, danke schön für dein Tier 3-Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für dein Tier 3. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Hyundai ist auch cool, ja. Bist ja kein Mensch, der ein Auto als Statussymbol braucht? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch einen ganz normalen CLA 200 und nicht einen CLA AMG 45 irgendwas. Weil, warum? Ich brauche es nicht. Ganz einfach. Ich fahre die Autos bei Mercedes, weil ich die schön finde, weil mir die gefallen. Und nicht, weil ich sie irgendwie brauche, weil ich mit Fenstermusik runter, weil ich Fenster runter Musik an und hier einen auf geilen Johnny machen muss. Ich fahre die Autos einfach gerne, die fahren sich einfach gut. So. Deswegen fahre ich diese Autos. Tesla, ich hätte Bock auf einen Tesla. Ich sag euch das ganz ehrlich. Ich hätte richtig Bock auf einen Tesla. Aber ich kann ihn hier nicht aufladen. Wir haben kein. Ich hab den auch nochmal gefragt, den Hausverwalter. Es gibt hier keine Möglichkeit, irgendwie eine Aufladebox anzubringen. Geschweige denn, haben wir draußen halt einfach keine Steckdose, um das Auto aufladen zu können. Leider. Leider. Sonst wäre ich da sofort dabei. Was hältst du von Smart, sei ehrlich? Gefallen mir nicht. Gefallen mir nicht. Es tut mir leid. Sie gefallen mir einfach nicht. Die gefallen mir von der Optik her einfach nicht. Ein Haus und draußen keine Steckdose. Wir haben eine Steckdose, die ist hinten auf der Terrasse. Aber vorm Haus ist Parkverbot. Und wir haben auch vorne keinen Parkplatz. Und dementsprechend auch keine Steckdose. Wir haben einen Carport. In dem Carport ist aber auch keine Steckdose. Das heißt, ich kann das Fahrzeug halt leider überhaupt nicht aufladen. Es gibt keine Möglichkeit. Gibt keine. Muss der Vermieter nicht neuerdings dem Mieter die Möglichkeit von einer Ladestation geben? Ich weiß nicht, von wann diese Bestimmung oder von wann dieser Beschluss ist. Es kann sein, dass das Haus hier da schon irgendwie geplant war oder dass das schon gebaut war. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, seit wann das so ist. Hybrid ist eine Alternative. Meine Mutter hat jetzt einen... keinen richtigen Hybrid. Also der unterstützt den Motor quasi beim Anfahren. Also das ist kein richtiger... Das ist kein richtiger Hybrid in dem Sinne, sondern der unterstützt den Motor nur. Du fährst aber nicht elektrisch, sozusagen.
Das ist schon an sich nicht schlecht, aber ich weiß bei diesen milden Hybriden ehrlich gesagt nicht, ob die am Ende des Tages... ob die am Ende des Tages wirklich was bringen, ob die wirklich gut sind oder ob die durch den schweren doppelten Motor, den das Fahrzeug dadurch hat, oder allgemein durch das schwere, durch das Gewicht, sag ich mal, nicht dann am Ende einfach mehr Benzin verbrauchen. So, weißt du, das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie dann vielleicht eher ein Problem ist. So richtig überzeugt bin ich von dem Ding irgendwie noch nicht. Noch einmal ein Wort zu Schalke. Es ist zwar nicht ein Wort zu Schalke, aber... Oh, warte, ich muss mal kurz gucken, wann die nächste Tanke kommt. Was heißt, also ein Wort zu Schalke ist schwierig. Ich sage einfach nur, kommt bald wieder. Ja. Kommt bald wieder. Okay, die nächste Tanke ist hier, das heißt... Das ist hier... Ah, das müsste hinhauen, oder? Bis hier drüben? Ja, das kriegen wir locker hin. Ja, bis dahin kommen wir locker. Hat kein extra Motor, wird die Lichtmaschine als Motor genutzt. Ach so. Okay, wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so wirklich aus. Mein Gott, jetzt ist wieder dieser komische LKW mit diesem runden, halbrunden Licht da vorne, der hier am Pennen ist. Was ist denn mit dem? Meine Güte, du, der hält hier alles auf. Guck mal, was der für einen Stau verursacht. Was ist denn hier passiert? Ei. Erstmal hupen löst jeden Stau auf. Ja. Natürlich. Ja, der Stau ist weg, siehst du? Wie durch Zauberhand, weil ich gehupt habe. Meine Suppe ist blau. Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Roda, Dankeschön für deine 2 Gegifteten. Und Zeref95, Dankeschön auch an dich für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Und die Tankstelle auch. Ja, ich habe ja gesagt, wir fahren zur nächsten. Das müsste vom Tank her noch locker reichen. Naja, das reicht noch locker. Locker floggig. So, ich schaue jetzt mal, dass ich an dem Dude da vorne irgendwie vorbeikomme, weil der geht mir nämlich ein bisschen auf den Sender, muss ich sagen. Vorsicht, ich komme. Dann kann man ein bisschen durchtreten hier. Sehr schön. Fox quengelt schon, beeil dich. Ja, ja, wir kommen gleich zur nächsten Tanke. Fox packt da die Leber noch. Kriegen wir das noch hin? Hält die Leber noch? Wahrscheinlich würden wir es auch noch bis zur übernächsten Tanke schaffen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, falls sie doch ein bisschen weiter weg ist. Nee, das wird nichts. Das wird aber was. Knapp. Ach. Andere Leute haben auch Bremsen, ne? Ich dachte, so fährt man Auto. Guck mal, hier wieder 2 LKWs nebeneinander. Mann, ey. Und er überholt wieder mit 3 km/h, weißt du?
aktuell eine Wallbox bekommen, ist eher das Problem. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei Mercedes haben sie noch welche. Ich könnte mir aber welche mitnehmen. Die sind zwar schon angebracht und schon installiert, aber ist ja egal. Einfach mitnehmen den Schinken. Shadow Nick LP, Dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Herzlich willkommen. Faul Tode, Dankeschön für 100 Bits. Was? Wie wär's dann mit, Achtung, jetzt kommt's, mit einem Range Rover? geile Autos auf jeden Fall. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ehrlich gesagt, aber bauen sehr, sehr schöne Autos. Muss man schon wirklich sagen. Sehr hübsche Autos. Habe ich mich aber noch nie mit beschäftigt. Ehrlich gesagt. Aber bauen sehr schöne Fahrzeuge. Was hältst du eigentlich von den deutschen Autos, besser gesagt von den Limousinen oder SUVs? Na gut, ich fahre auch, wenn du so willst, also, ja gut, doch ist schon mehr Limousine. Ne, so Coupé, also es ist ein Coupé, aber es ist mehr ja schon eine Limousine, muss man sagen. So vom Aufbau her zumindest. Ja, ich finde es nicht schlecht. Ne, und auch so ein SUV. So ein SUV fährt sich auch eigentlich relativ angenehm, weil du halt relativ hoch sitzt. Ne, ist auch vom Einstieg her angenehmer, natürlich wie so ein, wie jetzt so ein Coupé, sag ich mal, ne? Das große Problem, was ich nur mittlerweile habe, ist, dadurch, dass so viele SUVs durch die Gegend fahren, hast du es halt mittlerweile in einem Auto, was ein bisschen tiefer ist, wie jetzt zum Beispiel so ein Coupé oder von mir aus auch allgemein normale Autos, hast du einfach mittlerweile das Problem, dass du teilweise so stark geblendet wirst von entgegenkommenden Fahrzeugen, dass das manchmal schon ein bisschen nervig ist. Also so, gerade dann, wenn du abends oder halt bei Regen oder so fährst, du merkst es einfach, wie sehr dich manche SUV-Fahrer einfach blenden. So, da kann jetzt der SUV-Fahrer an sich erstmal nichts für, weil mein Auto niedrig, sein Auto sehr hoch. Ja. Aber ansonsten, wenn man selber ein SUV fährt, ist das eine coole Sache. Tatsächlich. Genau, oder wenn der, oder hinten in den Spiegel, richtig, in den Rückspiegel. Ich glaube nicht, dass das am SUV liegt, sonst würde er nicht durch den TÜV kommen. Naja, das ist eine ganz, das hat auch nichts, ich sage ja, das hat an sich nichts mit dem SUV zu, doch, es hat was mit dem SUV an sich zu tun, weil es einfach vom Höhenunterschied her geht. Ich sitze beim CLA zum Beispiel relativ weit unten, so, und der SUV ist aber sehr hoch. Und natürlich blendet das dann. Das ist ja ganz klar, von der Höhe her einfach. Das ist ganz normal. Und natürlich liegt es daran. Oh, guten Tag. Na komm, fahrt, Freunde. Gönnt euch. Warum ist SUV-Fahren eine gute Sache? Weil es ein relativ komfortables Fahrzeug ist, weil du relativ einfach ein- und aussteigen kannst. Ich zum Beispiel habe teilweise ab und zu mit der Bandscheibe enorme Probleme. Da komme ich in den SUV besser rein als in ein Coupé zum Beispiel. Ne? Das ist ganz klar. Ist einfach angenehmer. Ne? Ist einfach viel, viel angenehmer. Und ansonsten, ja gut. Ich sag mal, was mich bei SUVs in den meisten Fällen stört, ist, dass du im Kofferraum keinen Platz hast. Wir haben im Moment nur einen Hund, wir hatten vorher zwei Hunde. Du hast die SUVs, das sind riesige Schiffe. Also wirklich, das sind Autos, das sind kleine Panzer, wenn du so möchtest. Aber du hast halt einfach überhaupt keinen Kofferraum. So, das sind riesige Dinger einfach. Und du hast überhaupt keinen Kofferraum. So, das ist halt gerade für Hundebesitzer, ist das halt eher ein Problem. Sag ich ganz ehrlich. SUVs sind völlig übertrieben, braucht doch keiner. Ja.
ein Privatjet oder eine private Yacht ist auch vollkommen übertrieben. Braucht auch keiner. So, weißt du? Mein Gott. Es gibt so viele Dinge, die unnötig sind, aber die, wenn du sie dir halt einfach leisten kannst, für dich halt einfach eine ganz tolle Sache sind. Ja? Also, jetzt so komplett zu sagen, das ist komplett unnötig und das braucht keiner, ist genauso die gleiche Geschichte wie damals, wo ich zu Unge gesagt habe, interessiert doch keinen. Und es gibt halt doch eben sehr viele Leute, die es doch sehr interessiert hat. Den Fehler habe ich, aus dem Fehler habe ich gelernt. So, deswegen jetzt so pauschal zu sagen, ja, das braucht doch keiner, das würde ich so jetzt nicht sagen. Rein umwelttechnisch gesehen müssen die SUVs natürlich mehr Strecke zurücklegen als jetzt ein Kleinfahrzeug. Ist aber so. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Also rein umwelttechnisch gesehen ist es natürlich katastrophal. Ne? Das ist klar. Das ist ganz klar. Dennoch finde ich eine Sauerei, dass Leute tatsächlich bei ihren Umweltdemos hergehen und Leuten den SUV zerkratzen, teilweise Reifen plattstechen, den Leuten irgendwelche Aufkleber aufs Auto kleben. Das ist asozial. Ja? Egal in welchem Zusammenhang, egal wofür du demonstrierst, egal was du machst und ob es doch vielleicht auch noch so richtig ist, anderen Leuts Kram beschmutzen, zerstören, kaputt machen, das geht gar nicht. Das ist einfach asozial. Ist einfach so. Das ist einfach assi. Bei E-Autos macht ein SUV Sinn, weil irgendwo muss die Batterie hin. Ich hab mir die Tage, als ich bei Mercedes war, habe ich mir den GLA als E-Auto angeguckt. Ich finde den echt nice. Der gefällt mir echt gut. Ich kann ihn halt hier nirgendwo aufladen. Aber ich finde ihn cool. Ja? Ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ich würde den wahrscheinlich sogar auch nehmen. Wie gesagt, Problem ist halt einfach nur, ich kann ihn hier nirgendwo laden. Und das ist halt echt ein ganz großes Problem. Und es wäre halt schon komfortabel, wenn man ihn zu Hause irgendwo aufladen kann. Ja? Wie wenn ich halt immer, wenn ich dann laden will, mich irgendwo anders dahin fahren lassen müsste. Mit dem Auto. Und müsste mich halt irgendwo hinstellen und das Auto da stehen lassen. Dann wieder zurückfahren. Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen blöd, ne? Und macht dann halt der Umwelt auch keinen... das ist dann halt auch nicht wirklich sinnvoll für die Umwelt. Ja. Das ist dann halt einfach Blödsinn. So. Einmal diesen hier. Wie steht es um die Switch-Bestellung? Ist mittlerweile angekommen beim Bomis. Da hat sich der Bomis vor Freude erstmal auf die Packung gesetzt. Und fremden Menschen wieder in den Vorgarten geschissen. DarkShadow792, Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Und Izubi96, Dankeschön für deine 3 Euro. Wie sieht's aus mit einem Mercedes-Benz? Warte. Funk Royal für große Portemonnaie. Was ist mit BMW und Audi? Also Audi muss ich sagen, da kann Audi an sich jetzt vielleicht nichts für, aber Audi, ich hatte schon ziemlich beschissene Erfahrungen mit Audi-Fahrern auf der Autobahn. Und immer wenn irgendwas war bis jetzt, ist es immer Audi gewesen. Ich möchte damit nicht jeden einzelnen Audi-Fahrer hier jetzt diffamieren. Aber ich möchte aus diesem Grund keinen Audi haben. Ja? Weil immer wenn ich irgendeine Scheiße habe, sag ich mal, ist es immer mit einem Audi-Fahrer gewesen. Und deswegen möchte ich kein Audi. Und BMW, die Autos, die mir bei BMW gefallen, die sind zu teuer. Und die Autos, die ich mir leisten könnte, sorry, auch an dieser Stelle no front an alle, die diese Marke lieben, die sehen mir einfach zu altbacken aus. Also wenn ich in so einen Einser reingucke, es tut mir leid, aber dann sehe ich ein Auto, was irgendwie in den 2000ern hängen geblieben ist. Es tut mir leid, dass ich das so klar und deutlich sagen muss, aber ich sehe irgendwie, also wenn ich bei Mercedes ins Cockpit gucke, sieht das halt irgendwie modern aus, verstehst du? Und bei BMW, ja, weiß ich nicht. Ne, wie gesagt, das ist gar kein Markenhass jetzt oder irgendwie, ne, so, das soll es überhaupt nicht sein. Das ist einfach mein Eindruck, ja.
Gefällt mir halt einfach nicht. Ist nicht so meins. Ich möchte, wenn ich so ein neues Auto, wenn ich ein neues Auto habe, möchte ich auch, dass ein Auto halt auch neu aussieht von innen. Ja? Und es gibt genug Leute, die BMW lieben dafür, dass es vielleicht eben so diesen Vintage-Look oder diesen klassischen Look eher behält und eher schlicht ist. Und das ist auch okay. Und das soll auch, ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber mir gefällt es halt nicht. Ist nicht so meins. Gefällt mir einfach nicht. Joa. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht klappt das ja mit dem VIP-Leasing auch nochmal, ne? Vielleicht klappt das ja auch. Mal gucken. Da muss ich mir diese Gedanken nicht machen. Falls doch, dann mal schauen, wo es hingeht. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Automarken mittlerweile. Mal schauen. Fox, wir fahren an das Danke. Hol die Kreditkarte raus. Ed wird gesoffen. Das muss ich aber als allererstes mal tanken. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Stehe ich noch im Weg? Nee, ne? Stau an der Tankstelle, das gibt's ja wohl nicht. Kann ich hier überhaupt tanken? Kann ich hier überhaupt tanken? BlackFox2801, Dankeschön für 15 Monate. Robonus Augustulus, Dankeschön für 12 Monate. Ein Jahr dabei, vielen, vielen Dank. JessieTB13, Dankeschön für 22 Monate. Vielen, vielen Dank auch an dich. Und Obi808, Dankeschön für deinen neuen Sub. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Herzliches Willkommen. Herzlich Willkommen. So. Bin sehen an einem Cobra. Was ist Cobra? Ist Cobra Seat? Ja, der Cobra sieht schon hübsch aus. Den habe ich auch schon fahren sehen. Oh, warte mal, ich kann da drüben hin. Oder hat sich da schon jemand angestellt? Nee, warte mal, dann fahre ich. Ah, da kann ich auch gleich hier bleiben. Cobra. Das ist neu, dass man da warten muss. Also ich kenne das auch nicht. Aber ist doch cool. Ist doch cool. Ist realistisch. Finde ich nice. Es wäre auch nice, wenn es endlich mal Stau gäbe. Also ich weiß, natürlich wäre das jetzt vielleicht nicht so cool, wenn das oft vorkommt. Aber so ab und zu mal. Cobra ist die sportliche Tochtermarke von Seat. Ist schon cool. Ist schon nice. So, was mal auf, da mischen wir uns da irgendwo hieß. Stelle zum Schlove. Zum Schlove. So. Jetzt fängt an zu pissen. Zeit zum Schlafen. Ich bleib bei Hyundai. Hyundai wäre jetzt auch tatsächlich, wäre tatsächlich auch eine der ersten Marken, die mir jetzt dann auch so mit einfallen. Muss ich tatsächlich sagen. Ja. Hyundai macht sehr gute Qualität. Hier nimm die Beefy, Tobi. Sehr gerne doch. Her damit. Ich hoffe, das ist eine Beefy Roll. Keine normale Beefy. Sehr nice. Immer her damit. Vielen Dank. Volvo. Ja, müsste ich mir die Möglichkeiten da mal angucken bei Volvo, was die so haben. Was Leasing angeht. Ich weiß, dass Volvo früher sehr, sehr teuer war. Oh, ich komme da nicht rein. Ich weiß, dass Volvo früher super, super teuer war. Müsste ich gucken, wie das mittlerweile ist. Ich will halt auch keine 800 Euro im Monat ausgeben. So, bin ich ganz ehrlich. Will ich nicht. Wäre schon mal zu viel Geld. Volvo ist immer noch teuer. Dachte ich mir. Dachte ich mir schon. Was? Swaones, Dankeschön für deine 3 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich fände den, ich hätte ja richtig Bock auf den Hyundai Nexo, ne? Auf dieses Autogas-Auto. Auf dieses Wasserstoffauto. Aber teuer. Teuer. Teuer, teuer, teuer.
Teuer, teuer, teuer. Aber schönes Auto. Volvo-Motoren sind richtig teuer, richtig gut und langlebig. Ist bei mir egal, weil ich sowieso immer nur 1-2 Jahre lease. Ich kaufe mir selbst kein Auto. Ich lease nur. Ich mache da sonst nichts. Also ich mache sowieso nur Leasing. Von daher ist es scheißegal, ob der Motor jetzt langlebig ist oder nicht. Ich finde, die Autos müssen erst noch alle ein bisschen ausreifen. Ja, vor allem muss die Infrastruktur halt ausreifen. So, es bringt halt nichts, wenn du irgendwie alle 800, 900 Kilometer eine Autogastankstelle hast. Oder Auto-Wasserstofftankstelle. Es bringt halt nichts. Klar, dass sich das Auto keiner kauft. Das ist halt das Problem. Liest du oder privat oder geschäftlich? Privat. Privat. Das ist aber nicht nachhaltig. Doch, also im Falle von Mercedes, wie ich das da immer gemacht habe, ist das sehr nachhaltig, weil ich immer nur Autos lease, die schon da sind. Also ich lasse mir nicht extra einen bauen, sondern ich lease nur Fahrzeuge, die sowieso schon gebaut sind und die dann eben weiterverkauft werden, gebraucht. Als junge Sterne. In dem Moment ist es schon sehr, es ist schon nachhaltig, kann man schon sagen. Doch. Weil eben kein Auto für mich in dem Falle dann gebaut wird. Das ist an sich eine gute Lösung von Mercedes. Naja, das ist eher eine gute Lösung von mir. Wenn es nach Mercedes geht, müsste ich mir jedes Mal einen neuen bauen lassen. Die wollen das eigentlich nicht, dass du Bespannsfahrzeuge liest. Die wollen, dass du dir extra einen bauen lässt. Aber das will ich nicht, weil das ist Schwachsinn. Dafür, dass ich das Ding 6 bis 12 Monate fahre, brauche ich mir kein neues Auto bauen lassen. Das ist Bullshit. Da stehen genug, die man verkaufen kann. Was soll das? Das ist Blödsinn. Opel Corsa, wenn... Opel Corsa habe ich keinen Platz drin, leider. Bin ich leider zu fett für. Ich passe in den Opel Corsa nicht rein. Habe ich schon drin gesessen, den neuen. Wenn dann den Opel Astra. Ich habe den Opel Astra habe ich schon immer geliebt und auch den neuen finde ich sehr, sehr geil. Der Mokka gefällt mir nicht. Vom Astra soll dieses Jahr noch der Nachfolger erscheinen. Oh, echt? Was ist mit dir? Junge! Balkan Loco, Alter, ich geb dir gleich. Komm ich dir hin da? Unglaublich, was ist denn mit ihm? Alter. Weißt du, was immer, wie wir VIP-Leasing geprüft wird? Nee. Nee. Tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die prüfen. Ob da auch dann so Sachen geprüft werden wie Kreditwürdigkeit, Schufa und so eine Geschichten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die prüfen. Ich weiß, also neu, ich muss neu bewertet werden, hieß es. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht so Reichweite mit dazukommt und so eine Geschichte, denke ich mal schon. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht. Vielleicht prüfen die oder bewerten auch einfach nur neu, was ich mir so... Also die wollten halt meinen Künstlernamen nochmal haben. Ob das noch der gleiche ist. Ist ja kein eingetragener Künstlername. Vielleicht bewerten die auch einfach nur nochmal und gucken, ob was du in den 2 Jahren irgendwie so gepostet hast. So, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, plötzlich irgendeinen rassistischen Müll zu posten oder, ja, keine Ahnung, wie bei Montana Black, der hat ja dann auch sein VIP-Leasing abgenommen bekommen, weil er so ein paar Postings gemacht hat, die halt nicht so cool fanden. Kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht so eine Sachen geprüft werden.
Schufa wird immer geprüft. Weiß ich nicht, ob die da auch... bei VIP-Listen, glaube ich, wurde keine Schufa geprüft. Damals. Ich glaube, das wurde damals nicht gemacht, tatsächlich. Weil das Auto ja nur geliehen quasi ist. Ich glaube, das wurde da tatsächlich nicht gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich kann das Auto ja auch jeden Monat zurückgeben, wenn ich das theoretisch gesehen will. Hauptsächlich wir gehen VIP, obwohl die Leute es gar nicht nötig hätten, die sich auch so leisten. Ja, gebe ich dir recht. Aber im Grunde genommen, du musst es auch mal anders darum sehen. Um es jetzt mal aus der Sicht von einem Influencer zu sagen, ich hasse das Wort. Im Grunde genommen ist es so, dass du ja Werbung machst und selbst für diese Werbung auch noch bezahlst. Wenn ich mir ein Auto nehme oder wenn ein Autohaus möchte, dass ich dafür Werbung mache, ne, dann stellen die mir das Auto. Oder im allerbesten Falle bezahlen mich noch dafür, dass ich auf Instagram oder auf YouTube oder irgendwo ein Video zu diesem Produkt mache. Und bei Mercedes VIP-Leasing ist es ja so, dass du im Grunde genommen deine Reichweite dazu nutzt, um dir dieses Fahrzeug zu holen. Wofür du ja im Monat 1% des Listenpreises bezahlst. Mittlerweile sind es 1,1%. Und ja, aber trotzdem immer mal wieder ein Bild machen sollst. Die Leute sollen ja schon wissen, also ihr sollt ja quasi schon wissen, dass ich diesen Mercedes fahre. Ja? Einfach als Werbung. So, und im Grunde genommen, wenn du das so möchtest, mache ich Werbung für Mercedes und bezahle dafür auch noch. So, verstehst du? Also, ja. Ist schon okay. Und dafür muss man ganz klar sagen, günstiger kommst du halt an Mercedes nicht dran. Ist einfach so. Ist einfach so. Muss man ganz klar sagen. Aus Mercedes Sicht würde ich sowas auch machen. Eben. Ich wüsste nur gerne, ob es noch andere Automarken gibt, die das machen. So, ich meine, so ein Ford Mustang wäre ja schon mal geil. Würde ich schon gerne mal fahren. So ein schönes amerikanisches Auto so. Ne, so ein Mustang wäre schon geil. Wäre schon cool. Aber ich glaube, Ford macht sowas nicht. Ich meine, so ein Ford Mustang wäre schon cool. Habe ich mir auf der Seite von denen einen zusammengestellt. Ist schon ein geiles Auto. Ich weiß halt nicht, ich weiß auch nicht, was das kostet. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Ich mag Autohäuser nicht, wo du nicht genau einen Rechner hast, um zu gucken, was würde das Leasing mit der Anzahlung kosten und sowas, ne? Das ist immer ein bisschen nervig. Deswegen, ich hasse das. Ich mag das nicht. Ja, 50.000, aber was sind, wie viel Anzahlung bei wie viel monatlicher Belastung so, weißt du? Das wüsste ich halt immer gerne. Mercedes Atros sollte ich einladen zur LKW-Probefahrt. Aber wäre schon cool, ne? Aber ich habe da halt nichts verloren bei sowas. Weil ich habe halt mit LKWs eigentlich nichts am Hut. Also da sollen schon Leute eingeladen werden, so Influencer, die auch wirklich was damit zu tun haben. Das wäre sehr verdient auf jeden Fall. Ich sehe dich eher in einem Dodge Ram. Yo. Muss nicht. Das ist ein bisschen groß. Zeit aufzustehen. Sagt er, Zeit aufzustehen. So eine Probefahrt mit dem LKW auf einem Testgelände wäre sicher nice.
Ey, ich würde es sofort machen. Oh, warte mal, ich muss hier hin. Ja. Oh Gott im Himmel. Ich hätte auch da drüben hingekonnt. Komme ich da noch hin? Jo. Oh. Tobi im Twitzy. Ja, let's go. Waren Jeeps schon mal ein Thema? Finde, die machen ganz nice Autos. Ist zu groß an sich. Also ich meine, es wäre cool, wenn es schon ein Auto wäre, wo ich auch die Hunde reinbekomme. Ja. Das wäre schon nice. Also im Moment ist es ja noch der Hund. Ich weiß auch nicht, ob es... Wahrscheinlich wird es erstmal bei dem Hund bleiben. Also wäre schon cool, wenn aber trotzdem halt Platz für den Hund wäre. Ja, das wäre schon nice. Joe Meek-Fan, dankeschön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Hahani, dankeschön auch an dich für deinen Resub. Und Bratsche 1993, auch an dich, dankeschön für deine 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Wann gehst du mit deinem Hund raus? Deswegen frage ich. Wir machen jetzt gleich Hundipause dann. Wir machen jetzt dann gleich Hundipause. Welpensache hat nicht geklappt? Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es. Wir haben noch keine feste Zusage, aber auch noch keine feste Absage. Und das, muss ich sagen, stört mich ein bisschen. Weil... Also ich möchte nicht 4 Tage, bevor wir einen Hund bekommen, dann eine Zusage... Oder bekommen würden, eine Zusage haben. Ja. Ich meine, es müssen schon ein paar Vorkehrungen getroffen werden, was so ein Welpe angeht. Du kannst nicht einfach sagen, ich hole mir jetzt einen Welpe, so easy, jetzt geht's los. So... Und dann 3 Tage vorher das zu wissen, so, weißt du? Das funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Und es ist auch nicht so, dass wir den Hund irgendwie, weil es Bekannte sind, geschenkt bekommen oder sowas. Ja, also wir bezahlen ja trotzdem unser Geld dafür. Und dann würde ich halt schon gerne früh genug wissen, kriegen wir jetzt einen Hund oder kriegen wir keinen Hund? Ja. Das wäre halt schon nice to know. Ja. Und das ist halt aber leider Gottes im Moment nicht der Fall. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir nicht vielleicht einfach absagen sollten, weil da habe ich ja keinen Bock drauf. Ja. Wir haben noch eine andere Möglichkeit. Ende des Jahres dann, da bekommen wir sicher eine Zusage, auf amerikanische Golden Retriever. Ja. Also eine amerikanische Zucht quasi. Wie gesagt, da wäre das Ganze dann auch relativ sicher und da wüssten wir dann auf jeden Fall auch zu 100%, dass wir einen bekommen würden. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht warten wir dann einfach da drauf. Ja, und wenn es da dann auch nichts werden sollte, aus was im Grund auch immer, dann wird Hazel einfach alleine bleiben. Weil das ergibt halt keinen Sinn dann. Irgendwann. Also sie wird dann halt irgendwann zu alt. Oh, wir müssen hier runter, sehe ich gerade. Bitte adoptieren statt kaufen. Im Moment eher schwierig. Es ist wirklich im Moment sehr schwierig. Sag ich dir ganz ehrlich, die Tierheime sind momentan, zumindest hier bei uns, relativ leer. Also wirklich relativ leer. Da ist im Moment nichts wirklich los. Was ja an sich gut ist. Ja? Was du da noch viel hast, sind ältere Tiere. Also ältere Hunde, so alles. Sag mal plus 10 so in dem Dreh. Und das können wir halt einfach nicht nehmen, weil Hazel jetzt auch nicht unbedingt der einfachste Hund ist, der jeden Hund akzeptiert. Ja. Ist einfach so. Da müssen wir dann schon gucken. Deswegen wäre halt ein junger Hund oder ein Welpe... ja, schwierig. Eher schwierig. Warte mal, bis Corona vorbei ist. Ja, ganz schlimm. Ganz ehrlich, diese Leute sollten alle gebrandmarkt werden, die sollten alle in allen Zeichen einen Ausweis bekommen, dass die nie wieder irgendwann ein Tier bekommen. Ist einfach so. Diese ganzen Leute, die jetzt meinen, ihre Hunde wieder zurückgeben zu müssen, ganz ehrlich, das sind für mich einfach nur so widerliche Menschen. Einfach nur ekelhafte Menschen, sag ich ganz ehrlich. Das ist unfassbar. Denen gehört alle ein Stempel auf den Arsch, ohne Mist. Dass jeder weiß, dass diese Leute, wie diese Leute sind. Ohne Mist. Einfach nur widerlich. Aber ich bin froh, wenn sie in Tierheim abgeben und nicht irgendwo an der Autobahnraststätte aussetzen oder anfangen zu quälen oder irgendwie die Tiere, was weiß ich, töten oder keine Ahnung.
Den Leuten muss man ja alles zutrauen heutzutage. Was das angeht. Ist einfach so. Huch, oh, ich habe Bremse statt Gas gedrückt. Scheiße. Passiert öfter mal, wa? Ist es genauso schön, wenn man merkt, dass man mit dem Hund überfordert ist und ihn dann eine andere Familie abgibt? Nein. Das, naja, nee, ja gut, jein. Also ich sag mal so. In 99% der Fälle, oder ich sag mal, im besten Falle hast du dich informiert, was auf dich zukommt, wenn du dir einen Hund holst. Und am Ende des Tages, ich weiß, jeder Hund ist anders, jeder Hund ist nicht gleich wie der andere Hund. Nichtsdestotrotz informierst du dich ja vorher, ja, was mit diesem Hund ist. So, und du solltest dich als allererstes informieren, macht das Sinn für mich, als Hundeanfänger, wenn du ein Hundeanfänger bist, einen Hund aus dem Ausland zu nehmen? Oder macht es eher Sinn, vielleicht einen Welpen zu nehmen? Irgendwie so eine Geschichten halt. Also du informierst dich ja schon irgendwie so ein bisschen vorher. Und dann solltest du eben auch wissen, dass das eben auch nicht so... ja, ich sag mal, nicht so leicht ist mit einem Hund. Und es ist eine Verantwortung, die über mehrere Jahre geht. Ja. Ich sag mal, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich für dich und auch für das Tier besser, wenn du das Tier abgibst, wenn du merkst, du kommst damit nicht klar, weil du dann irgendwann in einer gewissen Überforderung bist, wo das vielleicht auch einfach dem Hund nicht mehr gut tut. Ja. Aber wie gesagt, deswegen informiert man sich halt vorher. Ja. Man informiert sich, was auf einen zukommt. Ich habe schon Leute gesehen, da wo wir immer Gassi gehen, die sind da mal spazieren gegangen und dann wollten, ah, wir hätten auch immer so gerne einen Hund, wir hatten aber noch nie einen. Und ein Jahr später habe ich die gesehen mit einem Border Collie. Die haben sich einen Border Collie geholt. Ein fucking Border Collie. So sind sie durchs Feld gelaufen. Da habe ich gesagt, und? Was habt ihr denn da? Ja, wir haben uns einen Hund geholt. Border Collie. Ich so, okay. Ihr wisst schon, was der Hund, also, ne? Also, ja, wir gehen 3 Stunden am Tag mit dem spazieren, der wird einfach nicht müde, der ist nicht ausgelastet, der gibt keine Ruhe zu Hause. Habe ich gesagt, ja, natürlich, ihr könnt auch 20 Stunden mit dem Hund spazieren gehen. Wahrscheinlich ist die Chance größer, dass dem Hund die Beine irgendwann wegfaulen, ja, wie dass der Hund tot ins Bett fällt, ja. Ihr müsst mit dem Kopf Arbeit machen. Das ist normalerweise, sind das Hunde, die von mir aus irgendwie, was weiß ich, Schafe von A nach B treiben. Ja, die brauchen eine Aufgabe, die wollen beschäftigt werden. Da bringt's nichts, wenn du 4 Stunden spazieren gehst. So, das ist so ein typischer Fall von, sie haben sich nicht informiert. Ja, die sind nach dem Aussehen gegangen oder was weiß ich, keine Ahnung. Kein Plan. Ja, oder Agility machen oder sowas, genau, aber das ist so ein typischer Fall von nicht informiert. Ist aber so. Da wird nur noch im Aussehen gegangen. Nur noch im Aussehen. Und das ist halt dumm. Das ist halt einfach dumm. Der Bude ist einfach zu klein, ich bin kein Fan von Trethunden. Ja, ich sag mal so, also, ja, natürlich solltest du in einer 20 Quadratmeter Wohnung keine 5 Labradore halten. So, aber am Ende des Tages, kannst du dir locker, finde ich jetzt zumindest, einen Labrador oder einen Golden Retriever oder so von der gleichen Größenordnung her holen, wenn du nur ein Zimmer-Apartment hast. Ja, kannst du schon machen. Es kommt ja drauf an, was du mit dem Hund machst. Wenn der Hund den ganzen Tag in diesem Apartment sitzt, dann ist es zu klein, dann ist es klar, weil dann hat er keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Ja. Aber ich sag mal, wenn du jetzt mit dem Hund spazieren gehst, wenn du mit dem rausgehst, wenn du mit dem spielst, vielleicht trainierst, irgendwie sowas, dann reicht das auch, wenn du nur 25 Quadratmeter Bude hast. Scheißegal. Wenn du dem Hund Action gibst und wenn du dem Hund genug Auslauf bietest, ist vollkommen wurscht, wo der abends schläft. Oder wo er mittags schläft. Ja, das ist vollkommen egal. Also da reicht auch locker 25 Quadratmeter. Ja. Apropos raus, meiner muss mal. Ja, ich muss jetzt auch gleich. Wir haben 22 Uhr. Ich muss da gleich auch nochmal runter marschieren. Wie viele Kilometer haben wir denn jetzt schon?
1200 Kilometer sind wir bis jetzt gefahren. Das wird noch ein bisschen was. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Eine Stunde. Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube, bis um eins sind wir hier locker beschäftigt. Uiuiui. Asami, gute Nacht, schlaf gut. Und alle anderen, die schlafen, gehen euch auch eine gute Nacht. So, ich würde jetzt aber hier einfach mal kurz auf Escape drücken. Zack. Und würde kurze Hundipause machen. Ne? So, also ich mache kurze Hundipause, geht euch was zu trinken holen oder was zu futtern oder sowas. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann geht's weiter mit dem Öretrock Simulator. Warte. Bis gleich, bis gleich, bis gleich. So. Ohne Pro-Mods. Ja. Ohne Pro-Mods. Mit Pro-Mods würde man wahrscheinlich noch weiterfahren. Denke ich mir jetzt einfach mal. Weiß ich nicht, aber ich denke es jetzt einfach mal. Guck mal, Hubschraub, Schraub, Schraub, Schraub. Hubschraub, Schraub, Hubschraub, Schraub. Ein Hubschrauber. Mach den Hub, Hub, Hub. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Wo hast du den Patrick her? Cabin Accessoires. Es ist, glaube ich, eine Mod. Cabin Accessoires heißt die Mod. Aber ich glaube, das ist, ja doch, das ist eine Mod, glaube ich. Ja, müsste eine Mod sein. Aus dem Workshop. Immer. Ganz kurz, Gerrit, Dankeschön für deinen Resub und Dankeschön nochmal für deinen Host. Vielen, vielen Dank. Flo, was? Flogist, Dankeschön, huch. Dankeschön, ja, wer kennt's nicht, beim LKW-Fahren gerade Subs vorgelesen, mal auf die andere Spur ziehen, ne? Passiert. Huch, war gerade wieder am Subs vorlesen. Unfall gebaut, scheiße aber auch. Ha, kacke. Dankeschön für deine 7 Monate. Loch Nessie, Dankeschön für 4 Monate, auch an dich. Donkey Shepherd, Dankeschön für 4 Monate und Mastertex, Dankeschön für dein Geschenksab. Vielen, vielen Dank. Was? Mal angenommen, du könntest eines Tages in ETS von England nach Indien fahren. Würdest du es tun? Vielleicht schon, ja. Wäre zwar ziemlich krank, aber vielleicht ja. Vielleicht ja. Also, dass allein die Möglichkeit bestünde, wäre schon cool. Aber ich glaube, das Problem ist, dass du dann halt auch viel über Wasser fahren müsstest, oder? Da müsstest du es ja irgendwie mit einem, da müsstest du es ja irgendwie mit einem Bootssimulator mixen. Fähre über den Ärmelkanal und dann kannst du von dort aus übers Land durchziehen bis Indien. Nice. Let's go. Bin ich eigentlich der Einzige, der es super interessant fände, wenn es irgendwann mal ein Assassin's Creed in Indien gäbe? Wäre schon irgendwie cool, glaube ich. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiterfahren. Wir sind übrigens bei der Hälfte angekommen. Pfund gehackt. Dankeschön für deine 5 Geschenksubs. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Danke dir. Assassin's Creed in Indien wäre schon nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre schon cool.
Ich glaube, Ghost of Tsushima würde dir auch gefallen. Ich hab's noch nicht eine Sekunde leider gespielt bis jetzt, ne? Ich hab's noch nicht eine Sekunde gespielt bis hierhin. Ja, wie gesagt, by the way, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Hälfte von der Tour ist durch. Lit. km/h ist wohl eilig. Ja, ja, ein bisschen Kilometer, ne? Wir müssen ja so ein bisschen, ne? Und so. Ein bisschen auf die Tube drücken. Von wo aus fahren wir? Nochmal, wir fahren von Coruña, glaube ich, in Spanien. Sind wir losgefahren in die Türkei nach Tekirdağ. Ich hoffe immer noch, dass ich es richtig ausspreche. Ich bin mir unsicher. Wahrscheinlich nicht. Oh, guck mal, ein Ballon. Wir fahren nach Ulu da. Das ist eine Wahnsinnsstrecke. 4300 Kilometer waren es. Ungefähr. Ungefähr, nicht? Plus, minus, Zimmermann. Gibt doch ein Assassin's Creed in Indien. Ja, ich rede von einem richtigen Assassin's Creed halt, ne? Von einem vollwertigen Assassin's Creed, wie Valhalla zum Beispiel. Oder was ist denn mit dir? Ich fände Assassin's Creed DDR geil. Ey, ganz ehrlich, Assassin's Creed würde perfekt in DDR passen. Ne? Ist so. Ist einfach so. Das würde schon passen, sind wir mal ganz ehrlich. Wenn man sich das mal so, ne? Zum Infiltrieren, na, aber theoretisch gesehen einfach, du spielst einen Junge, der halt in der DDR groß wird, der dann sich weiter hocharbeitet und dann kommt heraus, dass bei der Stasi kommt dann irgendwie raus, dass da Templer mit dabei sind. Das könnte man schon cool aufbauen von der Story her. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Aber machen könnte man das schon, theoretisch gesehen. Wäre schon cool. Aber es wäre halt auch ein sehr modernes Setting. Passt halt zu den aktuellen Assassin's Creed Spielen nicht so wirklich. Aber cool wäre es trotzdem. Trinity, was Trinity geht pennen? Trinity, gute Nacht, schlaf gut und Dankeschön für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich sehe mich bei einem Ezio-Remake. Ja, du hättest ruhig noch durchziehen können. Ich habe ja gebremst, Schatzi. Mensch, gib doch Gas. Ja, Ezio-Trilogie wäre auch cool, auf jeden Fall. Ezio-Trilogie wäre auch cool, auf jeden Fall, das stimmt schon. Also neu, ein Remake wäre schon nice. Wäre schon cool. Geile Spiele gewesen, auf jeden Fall. Was transportierst du gerade? Steine. 20 Tonnen Steine von Spanien in der Türkei. Gibt's in der Türkei ja keine Steine. Oh, wir müssen, glaube ich... Ja, wir gehen mal tanken, komm. Wir gehen mal tanken. Bremsen. Ja.
Mr. Patch, Dankeschön für 3 Monate. Und Fundgehackt, Dankeschön nochmal für deine 5 Gegifteten. Und Saint23, Dankeschön für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. So, Fox ist hoffentlich wieder da, ne? Willst du mir reinfahren da hinten mit deinem komischen X5, den du da fährst, oder was? Ist nicht mal ein X5. Okay, ich dachte schon. Schaffe ich. Spielst du mit einem Lenkrad und Pedal? Ne, Lenkrad und Pedale. Lenkrad und Pedale. Ich habe deine Beefies mit bestens versorgt. Sehr gut. Dann schieb mir mal so eine Beefy rein hier, komm. Huh. Schieb mal rein, das Ding hin. Was? Pommes, geh weiter, Cyberpunk spielt jetzt. Oh, hier ist nur 80. Zeig das mal jetzt. Dir zeige ich, Bruder. Guck ihn dir an, ne? Noch schnell am LKW vorbeiziehen. Statt, dass der einfach ein bisschen runterbremst, ne? Macht er nicht. Sieht er nicht. Kein Bock drauf. Keinen Bock drauf, sagt er. Veggie-Beefies von Rügenwalder? Es gibt eine vegetarische Salami von Rügenwalder oder was? Ja, da sehe ich mich aber. Ich habe letztens vegane. Warte mal. Vegetarisch. Nee. Doch. Vegetarisch. Die wurde aus Ei gemacht. Vegetarische Mortadella gegessen. Von der Mühle. Und die war echt gut. Die ist mit Ei oder sowas gemacht gewesen. Die war echt lecker. Und die war nur ein bisschen, die war nur ein bisschen klebriger als, die war ein bisschen klebriger als normale Mortadella. Aber ansonsten, ey, ganz ehrlich, die war super. Die hat echt gut geschmeckt. Tobi schloss 2177 Zuschauer von Spanien in der Türkei. Huch! Oh, warte mal, ich gefahren bin. Huch! Quatsch! Das gute Analogfleisch. Ja, ist das? Nee, das ist doch gar kein Analogfleisch, oder? Das ist doch dann gar kein Analogfleisch. Das ist doch. Ist das nicht alternativ? Alternative. Weil es ist ja trotzdem noch aus Ei gemacht. Ich glaube, Analogkäse oder analoges Fleisch ist, glaube ich, was anderes. 5G vielleicht. Ich bin ein Stein, hol mich hier raus. Schön. Ist kein Analogfleisch, ne? Hör auf zu bremsen da vorne! Sonst scheiße ich da gegen der Windschutz, schreibt du Arschloch!
Dry, dass die nicht ärgern. Schlaf gut, grüß den Hundi und gute Nacht. Schlaf gut. Und danke dir natürlich, ne? Wie viel Kilometer muss noch? 1862. Geht, geht. Ne, wir haben schon einen Großteil geschafft. Ich wollte noch, ich habe vergessen, auf der Raststätte zu pennen. Scheiße. Ich habe vergessen, pennen zu gehen. Fuck, wo kommt denn die nächste Raststätte? Hä, warum ist jetzt im Chat? Da kommt eine, A2. Ja, ich glaube, da kommt auch eine. Ja, easy, easy, easy. Hier kommen zum Glück genug. Ja, wir gehen wir dann hier gleich hin, einfach. Da, das ist gut. Jetzt muss ich kurz gucken, der hat den Chat hochgescrollt. Warum? Okay. Was macht die Rübe? Da ist wieder alles gut. Da ist mittlerweile wieder alles gut. Es tut noch ein bisschen weh, wenn ich manchmal da so drüber gehe, aber ansonsten ist da alles easy. Wer es nicht versteht, ich liebe Gemüse, aber weshalb muss es nach Fleisch schmecken, aussehen? Also eine Gemüsepatty muss ja nicht nach Rind schmecken, oder? Ja. Gebe ich dir so im Allgemeinen schon recht. Aber, also ich zum Beispiel esse jetzt gerne zu meinem Fleisch Gemüse. Und ich esse das auch, also das, ich mag das geschmacklich halt einfach. So, ich mag diesen Geschmack von Fleisch und Gemüse zusammen, ne? Und da ist es halt schon cool, wenn du dann vielleicht ein Stück Fleisch hast, was nach Fleisch schmeckt. Für mich jetzt. Aber wo vielleicht überhaupt gar kein Fleisch drin ist. So, also, ne? Verstehst du? Ich hoffe, ja, ich kann das jetzt nicht so richtig irgendwie erklären. Aber ja. Irgendwie so halt. Weil es ihnen nicht schmeckt, man will nur nicht, dass Tiere dafür sterben. Genau so ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Wenn ich eine Mortadella essen kann, die aus Gemüse gemacht ist oder aus Eiern von mir aus, und ich dann, oder nur aus Gemüse oder sowas, oder halt aus Soja oder keine Ahnung, und die schmeckt genauso gut wie eine Mortadella, die mit Fleisch gemacht ist, dann bin ich ganz ehrlich, greife ich halt einfach zu der, die halt ohne Fleisch gemacht ist, wo kein Tier für gestorben ist. Ist doch ganz klar. Ist doch ganz logisch. Problem ist halt einfach nur, dass das vegetarische Zeug, was halt eben nicht... Also so ein vegetarisches Hackfleisch... kostet halt einfach mal das Doppelte wie ein Kilo Hack beim Discounter. Aber ist das dann noch eine Mortadella? Ach komm. Also die Diskussion ist doch... Die ist doch schon all. Also die Diskussion ist doch schon all jetzt. Also... tut mir leid. Die Diskussion ist doch all. Also wenn man da wirklich ein Problem mit hat, dann weiß ich nicht. Tut mir leid. Also ja, die Frage heißt, hat jetzt nicht gesagt, dass du damit ein Problem hast, aber trotzdem. Also auch diese Fragerei, ja. Ein Burger Patty, was nicht aus Fleisch ist, darf nicht Burger Patty heißen oder sowas, ja. Das ist ganz schlimm, finde ich. Also, ganz schlimm. Ist immer so, dass man schlachtet und isst und Tiere kommen, aber die Tiere sterben. Ja, gebe ich dir recht. Es kommt aber nicht nur darauf an, wie die Tiere sterben, sondern es kommt auf die Haltung der Tiere an. Ja. Die in 80% der Fälle einfach unterirdisch ist. Und du darfst auch nicht vergessen, so eine Kuh zum Beispiel, ne, da kommen wir auch natürlich zum. Der hat zwar nur eine Kuh oder allgemein unser Fleischkonsum hat vielleicht nur einen kleinen Anteil. Was CO2 angeht, aber nichtsdestotrotz ist es auch einfach besser für die Umwelt, wenn die Menschen weniger Fleisch essen.
Das ist einfach so. Ja, früher war das vielleicht noch okay, als Fleisch gegessen wurde, weil es da eben noch nicht so viele Menschen, sage ich jetzt mal, gab, wie jetzt aktuell, die Fleisch essen. Ja. Und dann geht es halt auch einfach noch irgendwo auch um den Transport. Ne? Das hängt alles so ein bisschen zusammen. Aber ganz schlimm finde ich tatsächlich die Zustände, in welchen die Tiere, sag ich mal, leben, aufwachsen, getötet werden. Das ist aber nicht cool. Ja. Und deswegen ist es bei mir mittlerweile so, wir essen 1 bis 2 Mal, vielleicht wenn Sommer ist, wenn wir grillen, essen wir dreimal die Woche Fleisch. Dafür vom Metzger. Ja? Nicht diesen billigen Discounter-Food, sag ich mal, wo die ganzen Tiere, hier war die Grasstätte, ich hätte schlafen gehen müssen. Nicht diesen Discounter-Scheiß. Ja? Ich bin ganz ehrlich, jeden Tag Fleisch essen wäre mir auch zu teuer. Sag ich ganz ehrlich. Wenn du jeden Tag Fleisch essen willst und es soll qualitativ gutes Fleisch sein, dann ist es teuer. Und so ist es auch richtig. Fleisch soll nichts Billiges sein. Fleisch darf kein Billigprodukt sein. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Das darf nichts Günstiges sein. Ja, ist einfach so. Das ist so. Bin dafür, Zigeunerschnitzel darf ja auch nicht mehr Zigeunerschnitzel heißen, weil keine Zigeuner mehr drin sind. Nee, war das... Zigeunerschnitzel darf doch nicht mehr Zigeunerschnitzel heißen, weil es... weil Zigeuner eine Beleidigung ist. Oder nicht? Das war ein Scherz, okay. Okay. Ich hab nicht mehr gesehen, ob da noch ein Kappa oder ein Lachsmiley drin war. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Dann ist alles gut. Die an der Armutsgrenze leben, nie wieder Fleisch, weil das für die dann unbezahlbar wird. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt. Dann gibt es halt nur einmal die Woche Fleisch. Ganz einfach. Dann gibt es das halt nur einmal die Woche. Es muss zu was Besonderem wieder werden. Ansonsten werden wir aus dieser Spirale niemals rauskommen. Das ist einfach so. Ja, es ist einfach so. Denk an die Raststätte. Ja, bei der nächsten fahren wir runter. Sehen. Wir werden so oder so niemals aus der Spirale rauskommen. Nein, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Warte mal. Wow, Alter. Hui. Babyöl wird schon noch aus Babys gemacht, oder? Ich hoffe doch. Kaufen wir das immer. Ich hoffe doch sehr, dass da noch Babyöl, dass da noch Baby drin ist. Ich gebe da mal einen Haufen Geld für aus. So, warte mal, wo kann ich denn hier schlafen? Ich glaube hier, ne? Ich glaube hier. Das müsste gehen. Ich stelle mich natürlich vorne hin, damit ich besser rauskomme. So. Schwupps. Mephisto357, Dankeschön für deine 14 Monate Prime. Dankeschön. Und Nurmel79, Dankeschön für deine 5 gegifteten Subs. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Und PowerPaule91, Dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Herzlich willkommen. Nurmel, Dankeschön selbst für deine 2 Monate. MackieBZ, Dankeschön für 35 Monate. Engelchen1, Dankeschön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank euch allen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Warte mal, was? Bei der Postadresse von Granos steht aber auch Gods of Game GmbH, mein Briefkasten klingelt schon, oder? Ich glaube, mein Paket kommt wieder zurück. Nee, eigentlich steht das da schon dran. Extreme97, wärst du selbst in der Lage, ein Tier zu schlachten? Nein. Da sage ich euch ganz ehrlich, in dem Punkt bin ich, glaube ich, das erste Mal wirklich doppelmoralisch unterwegs. Ist das in dem Punkt doppelmoralisch? Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, keine Ahnung. Aber in dem Punkt... bin ich in dem Punkt wirklich, Doppelmoral. Nein, könnte ich nicht. Könnte ich tatsächlich nicht, nee. Stubenfliegen und Mücken schlachtet ihr auch alle? Jein. Ich versuche tatsächlich, Mücken zuerst aus dem Fenster wieder rauszuhelfen, bevor ich, bevor ich die kaputt mache. Wenn sie mir nachts dann aber tatsächlich um die Ohren flattern die ganze Zeit und mir auf den Sack gehen, dann ja. Ich kann auch kein Haus bauen, wohne aber in einem. Ja. Auch da hast du recht. Ich habe auch ein Auto und kann selbst keins bauen. Auch das fühle ich. Ich denke aber, man kann auch, denke ich, Fleisch essen und die Zustände der Tiere und das, wie sie teilweise gehalten werden, trotzdem kritisieren. Und trotzdem guten Gewissens Fleisch essen. Ja? Also, finde ich jetzt. Habe ich mich jetzt verfahren? Nee, oder? Bin ich falsch gefahren? Nee. Ich dachte schon. Könntest du ohne Fleisch leben? Oh, warum tut meine Nase weh? Ah. Ah. Weiß ich nicht. Da ich es noch nie gemacht habe, kann ich dir das nicht beantworten. Ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, dass man es könnte. Also man würde es, denke ich, schon hinbekommen. Glaube ich schon. Können ja, wenn man es muss. Wollen würde ich es jetzt nicht zwingen. So ist es, Torin. Genau. Genau. So ist es. So ist es. Mr. Max Holz, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen auch an dich. Und E-Double Guy, Dankeschön auch an dich für deinen Prime Sub. Huch. Hui. Dankeschön auch an dich für deinen Prime Sub. Danke, 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 danke. Liebe geht raus. Danke für deine ehrliche Antwort und sehe es wie du. Ich habe mal geschlachtet und seitdem bin ich da auch bewusster. Glaube ich. Ich könnte es nicht. Ich fange ja schon an zu heulen, wenn ich irgendwo, also fast an zu heulen, wenn ich Auto fahre und da liegt irgendwo ein totgefahrenes Tier irgendwo an der Ecke. Ja. Ich könnte es nicht. Und deshalb, wenn jetzt irgendwo irgendwann die Regel aufkommen würde, du darfst nur noch Fleisch essen, wenn du selber schlachtest. Was nie passieren wird. Aber sagen wir mal, diese Regelung würde es geben. Dann würde ich lieber auf Fleisch verzichten. Fleisch verzichten. Wie einem Tier irgendwas anzutun. Ist so. Ist einfach so. Da darf man auch noch wohnen, wenn man selbst gebaut hat. Ja, war jetzt mal ein überspitztes Beispiel. Sollte es das mal irgendwann geben als Regel, würde ich lieber kein Fleisch mehr essen, wie ein Tier zu schlachten.
früher tatsächlich mal mit meiner Oma geschlachtet. Hab wenig Probleme damit. Zumindest weiß ich dann, was genau Sache ist. Ja, Respekt auf jeden Fall. Respekt. Ich, wie gesagt, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Aber Respekt vor jedem, der selber schon mal geschlachtet hat. Und wie gesagt, sich dann damit wahrscheinlich auch anders auseinandersetzt, als jetzt jemand, der nicht schlachtet. Was würdest du in einer Purge machen? Verstecken oder offensiv? Puh. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber geile Frage. Ich glaube verstecken. Ich glaube verstecken. Dragon Player 37, die Tiere zu essen ist an sich nicht schlimm. Schlimmer ist, dass wir jährlich Tonnen auf an Lebensmittel wegwerfen, das schädigt die Umwelt mehr. Absolut. Das ist auch das Erste, ganz ehrlich, das wäre das Erste, bevor ich jetzt sage, bevor ich die Leute, sage ich jetzt mal, immer mehr in Richtung vegan bringe. Das ist das Erste, was ich ganz ehrlich machen würde. Ohne Mist. Schlachten nur noch auf Bestellung. Du brauchst nicht 8000 Kilo Hackfleisch im Discountermarkt, das dann montags weggeschmissen wird, weil es keine Sau gekauft hat. Und dann kommen die nächsten 8 Kilo Hackfleisch wieder ins Regal. Nein. Nein. Einfach nein. Das ist Schwachsinn. Das ist Bullshit. Das ist Verschwendung. Das ist einfach Verschwendung. Das braucht kein Mensch. Das ist absoluter Schwachsinn. Ohne Mist. Deswegen Schlachtung auf Bestellung. Zum Beispiel. Oder, was auch gehen würde, ich weiß halt nicht, ob das mit jedem, oder ich weiß jetzt nicht, ob das mit jedem Fleisch ginge, theoretisch gesehen, aber nur noch gefrorenes Fleisch verkaufen. Eingefroren. Das hält sich, wie lange hält sich gefrorenes Fleisch? 3, 4 Monate. Würde theoretisch gesehen auch gehen. Einfach gefroren verkaufen. Dauert ewig, bis es getaut ist. Ja, dann musst du dir halt vorher überlegen, was du essen willst. Wenn ich heute weiß, morgen möchte ich Bolognese essen, na, dann kaufe ich das Hackfleisch halt schon heute, um es morgen zu machen. Zum Beispiel. Also, das ist jetzt, das ist keine Ausrede, finde ich. Das sehe ich nicht als Problem, ehrlich gesagt. Da musst du halt vorher wissen, was du essen willst. Ganz einfach. Deswegen, also das wäre tatsächlich das Erste, was man in Angriff nehmen müsste. Wirklich diese Lebensmittel-Wegwerfgesellschaft. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Sag ich ganz ehrlich, das ist ganz schlimm. Das sollte auf jeden Fall vor allem anderem noch irgendwie in Angriff genommen werden. Es ist richtig, dass die Tafel hier und da abholt, das stimmt. Aber auch bei sehr vielen Märkten stauen sich wirklich die Mülltonnen, wo das eben nicht so ist. Miss Butterfly, danke schön für 16 Monate. Ich glaube, habe ich mich schon bedankt, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Das darf nicht entnommen werden, weil das ist ja klauen. Deswegen, wenn ich ein Lebensmittelgeschäft hätte, ich würde dann einfach irgendwie, keine Ahnung, ab 22 Uhr sagen, hier, was weiß ich, Lebensmittelausgabe für Bedürftige. Ich würde wahrscheinlich voll das Minusgeschäft machen. Aber wenn ich es doch sowieso wegschmeiße, was soll denn das? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Wenn ich es doch sowieso in den Mülleimer schmeiße, kann ich es doch auch an die Leute weitergeben, die es brauchen. Also ganz ehrlich. In Deutschland darf man leider nur bzw. sehr schwer Lebensmittel verschenken vom Supermarkt aus, wegen Haftung etc. Laut Gesetz darfst du es nicht. Ja, natürlich. Da haben wieder ein paar schlaue Sesselfurzer ein paar Gesetze gemacht. Nice. Das ist so bescheuert. Tut mir leid. Das ist aber nur Bullshit. Und verkauft. Dann würde ich es für 20 Cent verkaufen. Ganz ehrlich. 10 Cent, 20 Cent. Dann halt so. Aber was soll das, ganz ehrlich? Was soll der Bullshit? Ingo! Ingo, vielen, vielen Dank für 24 Monate im Tier 2. Ingochen, ich danke dir vielmals für deine 2 Jahre. Ingo, nicht nur für die 24 Monate im Tier 2, sondern auch für die, steht oben da im Chat irgendwo, für die 1112 verschenkten Subs. Ingo, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, lieber Ingo. Wir dürfen es gesetzlich nicht. Ja. Ich hab's schon mitbekommen. Es ist trotzdem absoluter Bullshit. Ehrlich. Es ist wirklich absoluter Bullshit. Schmecken dir Milchalternativen? Die Barista von... Oh Gott, wie hieß das nochmal? Barista Edition von... irgendeiner Firma mit O. Irgendeine Firma mit O. Alpro? Nein. Nein, Alpro war es, glaube ich, nicht. Oatly. Genau. Oatly. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Keine Ahnung, aber Oatly. Die Barista Edition davon. Die habe ich für Kaffee, als Kaffeemilch benutzt. Hat einen eigenen Geschmack, aber trotzdem gut. Hat einen sehr eigenen Geschmack, aber sehr, sehr lecker. Wie ich finde. Kann man schon trinken. Hafermilch. Ist, glaube ich, Hafermilch, ja. Und dann habe ich noch so eine Vanille-Edition von irgendeiner Soja... Ne, nicht Sojamilch. Ich glaube, das war auch Hafermilch oder sowas. Da habe ich noch eine... So eine Vanillemilch getrunken. Oh, die war auch geil. Mit Vanillegeschmack. Oh, war die lecker. Oh, war die lecker. Huch. Kapuzenbanane, bist du da drauf, wa? Mandelvanille. Es kann auch eine Mandelmilch gewesen sein. Es kann auch eine Mandelmilch gewesen sein. Kann auch eine Mandelmilch gewesen sein, glaube ich. Oatly ist mega überteuert. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber das ist gefühlt bei allen Alternativprodukten im Moment so ein bisschen der Fall. Ne? Die sind alle nicht gerade günstig. Was ist denn mit dir? Fahr doch einfach weiter, Junge! Hafermilch gut im Kaffee oder verändert das den eigentlichen Geschmack? Nee. Also ich fand jetzt, also gerade die Barista Edition, sag ich mal, mit der haben wir sogar Kaffeeschaum gemacht.
Also als die scheiß DeLonghi-Maschine noch hat, funktioniert hat und nicht mittlerweile zum dritten Mal eingeschickt werden müsste. Beim nächsten Elektroschrott, den wir hier irgendwo an der Straße haben, drehe ich das Ding zusammen und schmeiß das damit drauf. Dreckding. Ich kaufe mir nie wieder eine Kaffeemaschine von DeLonghi. Mit automatischem Milchschäumer. Nie wieder. Größter Scheiß ever. So. Ja, haben wir auch dafür tatsächlich benutzt. Und das war okay. Das war echt okay. War echt gut. Huh. Und was auch noch ganz okay ist, das haben wir hier bei uns in Pfungstadt in der Nähe. Da gibt's die coole Jule. Das ist ein Milchbauer und der hat so einen Automaten, wo man hinfahren kann. Ne? Der hat so einen Automaten, so einen Milchautomaten, da kann man hinfahren und kann, wenn man möchte, auch seine Flaschen mitbringen. Warte mal, müssen wir tanken oder schlafen? Ne. Da kann man will auch seine eigenen Glasflaschen mitbringen, die man bei ihm quasi leiht, oder man kauft sie. Und da sind quasi so Tanks und dann kannst du da quasi frisch deine gezapfte Milch, deine Frischmilch quasi abfüllen. Was schon cool, tatsächlich. Darmstadt-Funkstadt ist schon ein Stück für Liter Milch. Ich wohne nicht mehr in Darmstadt. Und sowas haben wir da, wo wir jetzt aktuell wohnen, gibt es hier aber auch in der Region. Mehrmals. Tatsächlich. Und wie gesagt, ich selbst wohne nicht mehr in Darmstadt. Ich wohne jetzt außerhalb. Landkreis Darmstadt-Dieburg. Geben die Kühe Quark, wenn sie bei Gewitter auf der Weide stehen. Alter. Da war ich da falsch informiert. Nee, alles gut. Du warst schon richtig informiert. Ich habe vorher in Darmstadt gewohnt. Das ist schon richtig. Wie ist das bei der Milch mit Haltbarkeit? Ist die nach 5 Tagen eh leer? Na gut, also im Moment haben wir halt keine Kaffeemaschine mehr, ne? Im Moment haben wir keine Kaffeemaschine mehr. Sondern nur, also nur noch diese klassische Kaffeemaschine, wo du Kaffeepulver oben reinmachst, wie bei Oma früher immer. Ja. Ich hätte schon gern wieder einen neuen Kaffeeautomaten mit automatischem Milchschäumer, weil einfach so Cappuccino ist einfach das Geilste, was es gibt. Aber ich weiß halt nicht, was ich kaufen soll. Ich habe echt Angst, dass ich wieder eine Kaffeemaschine kaufe und wieder so scheiße wie bei DeLonghi jetzt. 400 Euro hat das Scheißding gekostet. 400 Euro! Und da ist das Dreckding nur kaputt gewesen die ganze Zeit. Zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Jetzt langsam kriege ich Kreuzschmerzen. Könntest auch einen guten Milchschäumer kaufen. Ich habe einen bei Selgros gekauft. Aber das ist einfach nur so ein Stab gewesen, wo du oben drauf drückst und vorne dreht sich so ein Ding. Das Ding ist für den Arsch gewesen. Hat aber auch zum Glück nur 700 Euro gekostet. Ey, hat auch zum Glück nur 7 Euro gekostet, nicht 700. Nicht 700, 7 Euro. Jura ist leider sehr gut, aber auch sehr teuer. Ja. Jura ist arschteuer. Aber ich glaube, Jura ist, wenn du dich gut drum kümmerst, auch eine Kaffeemaschine fürs Leben. Glaube ich. Müsste ich mal drauf achten, wenn bei Forza Horizon mal wieder Frühling ist. Müsste ich mal Frühling aufnehmen. Tatsächlich. Sagt er seit 3 Monaten. Pommes? Geh Cyberpunk spielen. Das Ding ist, es ist ja nicht immer Frühling bei Forza Horizon. Man muss online gucken immer. Man muss ja immer gucken, was da gerade für eine Wetterzeit ist, ne? Weißt du was, Pommes? Wenn du mich jetzt hier ärgerst, ne? Guck mal, was ich hier noch habe. Alina wollte ihre Pizza nicht mehr. Ich hab doch Pizza Fungi hier.
fucking Pizza Fungi für nach dem Stream. So. 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 Ja. Siehst du mal. Teilst du mit dem Chat? Klar, nehmt euch ruhig ein Stück. Einfach rausnehmen den Lachs. Einfach rausnehmen. Gönnt euch. Wieso müssen wir jetzt leiden wegen Pommes? Ja, das macht er mit ihm aus, bitte. Macht das mit ihm einfach. So, wo sind wir eigentlich gerade? Schischdeck, das klingt irgendwie, wo sind wir? Irgendwo im Osten, glaube ich, ne? Oder? Hast du Generation Zero mal wieder gespielt? Nee. Tatsächlich nicht. Oh, rote Ampel. Lang nicht mehr gesehen. In Ungarn sind wir. Stimmt, wir waren in Österreich. Da ist Ungarn ja dann auch nochmal fern. Jetzt, wo ich mir gerade was zu trinken eingießen wollte, ne? Frechheit. Alles gut. Spielst du Forza mit Lenkrad oder mit Controller? Mit Controller. Ich habe Forza damals einmal... War das sogar im Stream? Oder als Let's Play? Oder irgendwie sowas? Habe ich einmal mit Lenkrad gespielt. Nie wieder. Nie wieder. Das war katastrophal. Rosenkohl ist auch lecker. Ja. Absolut. Ich finde Rosenkohl auch geil. Sag ich ganz ehrlich. Kommt immer drauf an, wie er zubereitet ist, aber Rosenkohl mit Sauce Hollandaise zum Beispiel oder mit so einer geilen Creme Fraiche Soße. Oh, geil. Dazu einen schönen Hackbraten oder so. Oh, lecker. Richtig geil. Richtig geil. David Birne, erlaubst du mir mit euch einen Geburtstag reinzufeiern? Natürlich. 10 Minütchen haben wir noch. Haben wir noch. 10 Minütchen. Nein, absolut nicht. Kein normaler Mensch isst Rosenkohl. Kritische Aussage. Elfen. Kritische Aussage, muss ich sagen. Rosenkohl ist genauso eklig wie Spargel. Alles klar. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Jetzt nehme ich es persönlich. Sauce Hollandaise schmeckt auf alles, auch auf Holz. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Koichi, Usagi und Elflin machen sich gerade zum absoluten Liebling im Chat. Und auf meiner Liste. Nein, ist ja alles Geschmackssache, verstehe ich ja schon. Aber die Sache mit dem Spargel ist frech. Spargel ist geil. In allen Belangen. Spargel schmeckt genauso wie Holz. Pero, da ist, dann hattest du bis jetzt immer nur scheiß Spargel gehabt. Dann hattest du immer den holzigen Spargel, der ist natürlich kacke. Da hast du recht, der schmeckt beschissen. Aber wenn du mal richtig guten Spargel hattest, der schmeckt nicht wie Holz. Grüner Spargel auf einer Pizza mit Sauce Hollandaise und ein bisschen Schinken. Oh! Oh, grüner Spargel mit Bacon. Jau! Sehe ich mich auch absolut.
Oder Schnitzel. Du machst dir einen Schnitzel, legst den Spargel oben drauf und machst dann diesen Schablettenkäse. Diesen Toastkäse, diesen viereckigen, der immer einzeln verpackt ist. So richtig schön umweltfreundlich. Der immer einzeln verpackt ist. Machst du oben drauf zwei Stück. Und dann isst du das mit Sauce Hollandaise. Oh! Also du machst das nochmal in den Ofen vorher, ne? Ist ja klar. Dass der Käse schön zerläuft. Und dann schön Sauce Hollandaise drüber und dann, oh! Spargelschnitzel. Beste, wo gibt. Geil. Oh, lecker. Weißer oder grüner Spargel sind beide geil. Sind beide geil. Tobi, speaking of Spargel, hast du das Rezept mit Spargel mal getestet? Nee, noch nicht. Aber ich müsste mich ranhalten, weil Spargel gibt's dann immer so lange. Kannst du mir das nochmal schicken? Pommes, kannst du mir das nochmal schicken? Wir müssen dringend mal alle essen gehen. Ja, das ist bei Corona halt so eine Geschichte, ne? Aber ansonsten klar, gerne. Wir mieten einfach ein Restaurant und essen da einfach. Und um dann nicht bezahlen zu müssen, lassen wir einfach die Köche und alle Mitarbeiter verschwinden. So Mafia-mäßig, weißt du? Wir haben ja alle Mafia-Teile gespielt. Ist ja gar kein Problem. Wir kriegen die schon los. Oh, warte mal. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich war hier noch nie. Ist das eine Zollkontrolle? Das ist Zollkontrolle hier, glaube ich. Haben sie was zu verzollen? Hier darf man 5 km/h fahren. Okay, wir müssen gerade eh pennen. Warte mal. Wenn wir eh schlafen müssen, gehen wir gerade mal schnell pennen. Lass mal eben schnell schlafen gehen. Gino im Trabi, Dankeschön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Blumenkohlschnitzel, Kohl in Scheiben. Was? Panieren und ab in die Pfanne. Oh. Oh. Klingt auch geil. Scheibenwischer. Klingt auch geil. David Birne, wir fahren von Coruña in Spanien bis in die Türkei nach Tikirda. Nach Tikirda fahren wir. Also von Spanien nach der Türkei, das sind 4200 Kilometer. Absoluter Rekord in diesem Stream. Was die Strecke angeht. Hatten wir noch nie gehabt, so eine lange Strecke. Wir fahren mittlerweile seit fast 3 Stunden, ne? 2 Stunden, 50 Minuten ungefähr fahren wir mittlerweile. Okay, erinnert mich gerade voll an Breaking Bad. Wir kommen an so einer komischen Zollkontrolle, Grenzkontrolle vorbei. Und dann diese Musik. Dankeschön, Muchacho. Dankeschön fürs Durchwinken. Dankeschön. So, ich muss mal gucken, wo ich hier lang muss. Hast du schon mal Blumenkohlbombe mit Speck gegessen? Nee. Noch nicht. Wo muss ich denn lang? Jetzt müssen wir auch noch über die Wiegestation. Da leckt mich doch am Arsch. Wird auch komplett alles durchgeprüft, wa? So. Klär's gut. Einmal wiegen, bitte. Grüne Ampel, das heißt, ich darf durchfahren. Ihr Gesamtgewicht beträgt 40 Tonnen. Sie können weiterfahren. Dankeschön. Ehre, Digga. So. Na dann, auf geht's. Gepennt haben wir auch. Tanken müssen wir lange nicht. Super. Und weiter geht's.
Was ein Pisswetter, du. Was ein Pisswetter. Luni, dankeschön für 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke. Dankeschön. Dankeschön. Wie viele Kilometer reist er jetzt ab? Das sind insgesamt, Gesamtkilometeranzahl waren 4200 irgendwas. 4200 irgendwas. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 1121. Ist also noch ein Momentchen. Huch. Wieso bist du in Rumänien? Wenn man von Spanien in die Türkei fährt, muss man nicht durch Rumänien. Naja gut, weil... Also wir sind hier hinten gestartet. Ja, wo sind wir denn gestartet? Hier irgendwo. Hier? Sind hier lang gefahren? Hier? Und normalerweise würde man jetzt wahrscheinlich hier runterfahren. Schätze ich jetzt einfach mal, ne? Oder? Oder theoretisch gesehen würden wir hier runterfahren. Aber hier den Abschnitt gibt es halt noch nicht. Ne? Das gibt es nicht. Deswegen fahren wir den Umweg hier über Budapest und dann hier hinten lang und dann hier runter. Genau, normalerweise die Balkanroute. Richtig. Die gibt es halt aber nicht. Jupp. Jupp, jupp. Chrismaster 19, dankeschön für deine 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Aber was? Aber Sellerie sieht ein. Aber Sellerie siehst du ein, dass der widerlich ist, oder? Ich habe jetzt Sellerie. Ich habe für einen Hund habe ich mal Sellerie gekocht. Aber selbst gegessen habe ich den tatsächlich noch nie. Guck mal, wie dicht der den Bus auffährt. Guck mal, wie dicht der den Bus auffährt. Guck mal, wie dicht der den Bus auffährt. Steht er noch vor mir? Wie geht's im LKW? 6% Schaden. Okay, da sind aber auch, glaube ich, die Reifen mit dabei. Kann das sein? Ich glaube, da sind noch die Reifen mit dabei. Weil die Reifen sind nämlich rote, glaube ich, ne? Naja, 400 Euro. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt auf der Strecke irgendwas hatten. ProMods allgemein ist der Download wert. Ja, würde ich auf jeden Fall auch gerne mal wieder installieren. Auf jeden Fall. Müsste ich mich mal wieder dran setzen. Ich tue mich noch immer schwer mit ProMods installieren. Weil dann hast du ein Update bei ETS. Weißt du, so ein Update kommt dann. Und dann ist ProMods wieder inkompatibel. Oh, das nervt immer so ein bisschen. Ich hasse ja diese LKW-Fahrer, die auf der linken Spur durchprallern wollen und auf Anfang. Ich konnte nicht rüber wechseln. Ich konnte nicht wechseln. War kein Platz. Da waren ja schon andere Autos gewesen. Wie viel Cash soll die Tour bringen? 115? Oder so? Ich glaube 115.000 oder waren das 150? Kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Guck doch, F6, da steht's. Echt? 150.000, yo. Da, absolut. Das ist gut, das ist gut. 150k nehmen wir mit. Rucola ist aber ekelhaft, da sind wir uns alle einig. Paradise, da bin ich, das ist das erste Mal, dass ich absolut bei dir bin. Guck mal, wie dicht der dem LKW schon wieder auffährt. Da bin ich absolut bei dir. Ja. Rucola mag ich tatsächlich auch nicht.
Ist auch absolut nicht meins. Nee, Rucola mag ich nicht. Ist nicht meins. Ich mag den Geschmack von Rucola nicht. Ich mag den Geschmack irgendwie nicht. Pilze sind ekelhaft? Nee, da bin ich jetzt wieder nicht bei dir. Es gibt nichts Geileres als Pilze auf einer Pizza. Oder Pilze in einer Rahmsoße oder sowas. Rucola eklig finden, aber dann Rosenkohl mögen. Das ist ja geschmacklich wohl ein kompletter Unterschied, ja? Oh, das ist ein Kreisel. Pilze zwischen den Zähnen? Ja, gut. Nein. Rucola zwischen den Beinen finde ich auch nicht so lecker, aber... Seven Play Games, dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wait, what? Hä? Rhabarber ist ekelhaft. Rhabarber finde ich auch nicht so geil. Außer in meiner Oma hat man Rhabarberkuchen gemacht. Der war mit so Kristallzucker oben drauf. Der war geil. Da war der Rhabarber aber auch fast püriert gewesen, muss man sagen. Da war nicht mehr viel von dem Rhabarber übrig. Pur ist echt komisch. Pur habe ich Rhabarber noch nie gegessen. So Rhabarber habe ich noch nie gegessen. Ich weiß nur, dass Rhabarber auch tatsächlich, dass es eine Rhabarberart gibt, die auch giftig, glaube ich, ist, ne? Oder? Gibt's, glaube ich, eine Art. Darf ich dich kurz fragen, welches Headset du benutzt? Es gibt irgendein Command für das Headset. Genau, der Golmitzer hat es dir reingepostet. Der Gulli hat es dir reingepostet. Trackstorms, Dankeschön auch an dich für deinen neuen Prime Sub. Auch an dich herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gulli aka Captain Command. Wir müssen mal wieder Blue Bricks spielen. Wir müssen mal jetzt endlich das Blue Bricks Ding aufbauen. Dann sind alle komplett verwirrt. Und wer ihr es fragt, alle, wie das Lego Set heißt. Da kommt Lego persönlich bei euch vorbei und brennt das Haus nieder. Oh, oh, oh. Baustelle! Von 30 runter auf 80. Von 80 runter auf 30, so rum. Majala. Moin. Isa 7101996, auch an dich ein ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen auch an dich. Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. Twitch Prime ist kostenneutral. Schön. Dreißig in einem Kreisel? Hä? Also man darf in einem Kreisel ja sowieso nur 30 fahren, aber... Dass das vor dem Kreisel auch schon gilt, ist krass. Hab ich so auch noch nie gesehen. Komische Frage von... Was? Lehrgutonkel? Komische Frage, aber... Hässelst du manchmal, weil du aus Hessen kommst? Oder weil es dir Spaß macht? Na, ich glaube, manchmal kann man dagegen nichts tun. Ich glaube, das kommt manchmal von ganz alleine.
Ne, wenn du viele Leute um dich hast, die hessisch sprechen oder schwätzen. ich glaube, das kommt irgendwann von alleine. Ne, also manchmal kommt das einfach von alleine raus dann irgendwie. Ich glaube, da kann man manchmal gar nichts machen. Spreche. Ja, das ist manchmal, kannst du da, schöne Dings hier gerade übrigens, schöne Umgebung. Sehr, sehr hübsch mit den Bergen im Hintergrund, toll. Und den ganzen Blümcher hier. Schön. Ich muss gar nicht blinken. Oh. Ist hübsch hier. Gefällt mir. Babbele heißt es. Entschuldigung. Das hessisch Babbele kommt manchmal einfach von allein. So, wie sieht's hier aus? Nö, alles gut. Alles gut. Wir brauchen gar nichts machen. Gar nichts. Ja, das kommt manchmal. Manchmal kommt das einfach so raus. Wie beim Kaki machen. Manchmal kommt es einfach so raus. Sprachen lernen mit Babbele. Ich esse. Ja, hey, du isst Müsli. Sieht dein Müsli aus wie Kacke oder was? Gut, außer du hast natürlich diese Schokostückchen drin, ne? Das ist natürlich blöd dann. Pommes, das ist ärgerlich. Schade, Pommes, schade. ein leckeres. Ein leckeres Schokokrokantmüsli. Ekelhaft. Oh, guck mal hier, wie schön hier. Guck mal. Ach, ist das herrlich. Guck mal, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ich will ja was von der Umgebung sehen hier. Guck mal. Ach, toll. Toll. Ein bisschen gucken. Jetzt ist hier die Scheißbäume. Kann mir einer bitte die Bäume fällen? Es ist eine wirklich schöne Natur hier. Redet man denn was? Redet man denn Darmstadt? Ach, guck mal, ist das ein Hafen oder sowas? Ja, guck mal. Schön. Oh, da fährt auch ein Zug irgendwo. Ich höre einen Zug. Was ich 2 Jahre dort gelebt habe. Ja. Also es gibt schon viele, die schwätzen hessisch. Da unten! Hallo! es gibt schon viele Leute, die doch schon auch hessisch babbeln, sag ich mal, in Darmstadt. Aber viele, gerade jüngere Leute, da ist es halt nicht mehr so, ne? Gerade jüngere Leute ist es eher zurückgehend, tatsächlich. Was ist denn das hier rechts? Ist das ein Flughafen? Boah, was ist das? Da will ich will da hin. Huch. Oh, da ist der Zug wieder. Warte mal, ich will wissen, was das ist. Das ist ein Flughafen, guck mal. Oh, ich hätte gerne einen Fotomodus jetzt, Mann. Kann man hier rein? Nein, das ist zu. Oh ne, das ist eine Talsperre oder so. Ich höre einen Helikopter. Wo ist der Helikopter? Oh, voll geil. Warum gibt es hier keine Aussicht? Hier gibt es doch diese komischen Punkte mittlerweile, wo man hinfahren kann, oder? Warum gibt es hier keinen? Oder ist hier einer? Warte. Ne, hier ist gar nichts. Blöd. Schade. Was? Alter Brownie, dankeschön. Vielen, vielen Dank für... Ah, du machst schon Feierabend? Was soll das denn? Ich wollte doch jetzt gleich dann, ne? Ich wollte doch jetzt gleich die Leute und so... Mensch, Brownie, was soll denn das jetzt? Brownie, ich danke dir vielmals für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schmackhaften Stream gehabt.
11 km/h, ich war gerade am Runterbremsen, du Arsch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream beim Brownie gehabt. Und ja, wir fahren Euro Truck Simulator. Und fahren von Coruña in Spanien einmal komplett die ganze Map runter in die Türkei nach Tekirda. Nach Tekirda. Wir fahren Steine, 20 Tonnen Steine. Wir alle wissen, in der Türkei gibt es keine Steine. Deswegen müssen wir die von Spanien in die Türkei fahren. 4200 Kilometer, ist gar kein Problem. Es müssen diese Steine sein. Ja. David Birne, Dankeschön für deine 5 Euro. Vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du hattest Geburtstag gehabt. War das nicht so? Fox, hau raus. Fox, hau raus. Aber David Birne hat doch Geburtstag. Hat er nicht gesagt, er feiert in seinen Geburtstag rein? Ah. Ich meine, das war so. In diesem Sinne, alles, alles Gute zum Geburtstag. Oh Gott. Meine Nasenhaare kitzeln. Wir haben alle schon gratuliert. Oh, ich bin wieder zu spät, ne? Huch. Scheiße. Ja, aber ich muss mich auch aufs Spiel konzentrieren, ja? Okay, ich glaube, so ist richtig. Justin Frodo, Dankeschön für 34 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich schwör's dir, ne? Fährst du mir die ganze Zeit hinterher, oder was? Dumme Sau. Komm, fahr vorbei. Fahr vorbei, lass mich in Ruhe. Arschloch. Zum Kotzen. Die ganze Zeit gut gefahren, weißt du, jetzt einmal 400, einmal 400, jetzt nochmal 800. Das ist auch echt zum Kotzen. Dann noch der Unfall für 400. Arschlöcher. Egal, ich meine, wir verdienen mit dem Auftrag mal eben 150, ne? Aber passt schon. Frechheit. Fährt er mir die ganze Zeit da hinterher und freut sich auch noch, oder was? Huch. Muss ich nochmal gucken, wo mache ich nochmal Licht an? Hier. So. Fox, post ruhig nochmal rein. Ich bin's gewöhnt. Ja, natürlich. Weiß nicht, ich lese von Fox super viele Nachrichten immer vor und er schreibt, ich bin's gewöhnt. Also komm. Hä? Das ist ja frech jetzt, ne? Hör mal. Frechheit. Ne, post ruhig nochmal rein. Ich hab's nicht gesehen gerade. KPB 1001. Ich muss gucken, dass ich zu schnell fahre. Die rasten uns hier wieder aus. 80 darf man hier fahren, okay. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Und Krams mit Rollen. Dankeschön auch an dich für deine 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Müssen wir es nochmal mit dem alten Handy als Camper so oder auf eine richtige Camel? Beim letzten Mal gab es da wieder Probleme. Die Kamera, die ich da gerade habe, die Sony Alpha, ist jetzt bald abbezahlt. Ne? Die ist jetzt bald runterbezahlt bei Grover. Und ich werde mir eine neue Kamera dort nochmal mieten, weil ich das eigentlich ganz cool fand. Ja, und werd mal gucken, ob man dann vielleicht eine zweite einfach nimmt für die Lego-Aufnahmen oder sowas auch. Muss ich mal gucken. Dann geht die große Sucherei wieder los, welche Kamera man am besten nimmt. Welcher Sony Alpha hast du denn? Boah, ich habe keine Ahnung, welche das ist. Eine, die für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist. Ich habe nicht geblinkt, ich weiß. Ist das die Sony Alpha 6300 oder so? Ja, genau. Sony Alpha 6300, genau die ist das. Genau die ist das. Frag doch mal den Andi. Na, der Andi empfiehlt mir natürlich eine Canon. Ne? Ist ja klar. Alles andere wäre ja auch Hohn.
Alles andere wäre, wenn der Andi mir keine Canon empfehlen würde. Ne? War wohl nur Spaß gemacht, ich weiß es zu schätzen. Ja, ist ja gut, alles gut. Ich habe keinen Spaß gemacht. Doch, es war auch Spaß, alles gut. So, wollen wir nach vorne, was ist hier? Abbiegen. Wie schnell darf man hier fahren? Nicht, dass ich wieder zu schnell bin und die Polizei wieder hinter mir fährt. Die Geier. So, jetzt wieder ein bisschen Stadtverkehr. Finde ich gut. Sehr abwechslungsreiche Fahrt auch, die wir haben. Huch. Gefällt mir. Doch etwas abwechslungsreicher. Zahlt man bei Grover nicht immer viel drauf im Vergleich zu normalen? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja das Tolle daran. Überhaupt nicht. Ich hätte für die Kamera bei Amazon... ich war bei Grover sogar tatsächlich billiger. Ja. Ich hätte bei Amazon für die also für die gleiche Kamera, hätte ich 1600 Euro mit dem, mit der Linse vorne bezahlt. Wie nennt man das nochmal mit dem Objektiv? Und bei Grover habe ich jetzt insgesamt 1300 Euro bezahlt. Top. Das ist super. Warte mal, die Sony ZV1. Schreibe ich mir auf. Ich danke schon mal Pidel, dankeschön. ZV1. Sony V1. Kann man die zur Not auch, kann man die zur Not auch, kann man die zur Not auch, mit HDMI betreiben? Also mit, na, sag schon, mit Elgato Cam Link. Weißt du das zufällig? Die Werbung, die ich bei Grover mal gesehen habe, ist sehr teuer. Naja gut, also es ist natürlich, je länger du ein Produkt mietest, desto billiger wird es im Grunde genommen. Ne? Ich habe die Kamera jetzt über 18 Monate in der Miete, beziehungsweise... es ist ja immer so, du gibst eine Mietdauer an bei Grover. Keine Ahnung, 12 Monate. Und wenn du dann aber die Kamera nicht zurückschickst, oder... ja, wenn du die Kamera nicht zurückschickst, oder wenn du sagst, hey, ich will die noch weiter behalten, dann mietest du die zum gleichen Preis immer weiter. Und wenn du schon den maximalen 12 Monate oder 24 Monate Mietdauer angibst, dann wird es natürlich ein bisschen günstiger. Ne? Das ist ja klar. Und, im Grunde genommen, sobald du dann eben den Preis runter bezahlt hast, kannst du das Ding für einen Euro dann übernehmen. Und dann gehört es dir. So, und ich finde das eigentlich eine coole Sache. Ich finde das nice. Ganz ehrlich. Hat Mini-HDMI-Hubs mit Camlink dran. Nice. Nice, nice, nice. Gucke ich mir nachher gleich mal an. Ich muss mal gucken, wie viel bei der Kamera noch offen ist. Vielleicht 150 Euro oder sowas. Muss ich mal gucken. Zurückschitzt. Hier wird zurückgeschittet. Baum ist Mund auf. Hab noch ein paar Schokodrops für dich. Für dein Müsli. Spielst du ETS eigentlich mit Tastatur oder mit Controller? Ich hab's eine Zeit lang immer mit Controller gespielt, mittlerweile wieder mit Lenkrad. Also eigentlich 99% mit Lenkrad. Es ist das angenehmste und beste Spielgefühl, das es gibt. Mit Controller geht aber auch. Also sogar so Xbox-Controller oder sowas. Läuft das echt ganz okay. Also kann man sich auch nicht beschweren. Geht wirklich gut. Ferrero Rocher Klabusterbären, Alter. Bah. Was ist denn jetzt los? Oh, ich muss hier lang. Was war das denn für eine Abfahrt, Alter? Hab ich noch nie gesehen. Krass.
Ja, ich komme. Ich bin unterwegs, gell? Ich bin unterwegs. Kann ich da auch schlafen? Ich muss nämlich eigentlich auch ins Bett. Ich komm, gell? Ich komm. Als ob da um die Uhrzeit noch jemand drin hockt. 40 Tonnen. Fahrzeug ist nicht in perfektem technischen Zustand. Bitte das nächste Mal etwas sorgsamer damit umgehen. Hey, was wollt ihr denn von mir? Hä? Hey, was wollt ihr von mir? Das ist mein LKW. Ich mach damit, was ich will. Gott, mir gar nichts. Naja, wir müssen den auf jeden Fall reparieren lassen. Aber hey, das ist auch eine Riesentour gewesen. Muss man schon sagen. Ist eine riesige Tour gewesen. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Nice. Freue ich mich aber. Wie alt ist die Tasse? Pommes, habe ich schon seit Freitag im Einsatz jetzt. Aber da war immer noch Wasser drin. Und wenn sich da wieder so komischer grüner Pilz unten am Rand sammelt, dann schütte ich da einfach immer Wasser drauf, schwenk einmal durch, dann ist das wie ein Smoothie. Spinat-Smoothie oder so. Waldmeister. Nein, da ist nur Wasser drin immer. Ich habe da sonst nichts drin. Nur Wasser. Also auch keine Cola oder sowas. Oh, hier ist 60. Also wie gesagt, so Kaffeetasse oder wenn ich jetzt Cola da drin hätte, würde ich das auch wechseln jeden Tag. Aber jetzt, wie gesagt, da ist nur Mineralwasser drin. Algen sollen ja auch sehr gesund sein. Boah, ich hätte voll Bock auf ein Aquarium, ne? Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ich hätte echt voll Bock auf ein Aquarium. Ich weiß, das ist jetzt voll random einfach, aber ich hätte voll Bock hier oben auf dem Aquarium, hier vorne vorm Schreibtisch oder sowas. Voll geil. Aber ich habe keinen Bock auf, also die Anschaffungskosten, okay, vielleicht noch, aber ich habe keinen Bock auf die Arbeit. Aber ich liebe sowas, sieht schön aus, kannst reingucken, sieht toll. Ich mag das. Ich liebe Aquarien. Ich sag es nochmal, Tobias, du passt nicht in das Aquarium. Ja, aber wie geil das wäre. Guck mal, du könntest zum Beispiel für die Pausencam, könntest du einfach ins Aquarium filmen. Oder so eine Unterwassercam oder sowas. Hä, wie cool wäre das bitte? Voll geil. Nimm so ein riesiges Aquarium wie Monte. Ja, der hat ja auch, ich glaube, der hat Salzwasser, ne? Oder? Hat der nicht ein Salzwasser-Aquarium? Viel zu übertrieben. Der hat aber auch jemanden, der ihm das instand hält und sowas, ne? Der hat ja jemanden, der sich darum kümmert. Huch. Ich müsste das selber machen. Darf ich hier rein? Ich fahre hier einfach mal rein. Ist Salzwasser nicht einfacher als Süßwasser? Boah, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich weiß es aber nicht. Achso. Süßwasser ist im Vergleich sehr viel einfacher. Ja, ja. Ich meine auch, dass das Süßwasser einfacher war. Ich hatte früher mal ein Süßwasser-Aquarium, bis das mal ausgelaufen ist.
läuft man Gefahr, in dem Spiel ausgeraubt zu werden? Nein. Also das ist mir noch nie passiert. Nein, ich habe zweimal gepennt. Nein. Fuck. Nicht gut. Huch, falscher Knopf. Wie viel Kilometer noch? 687. Wann sollen wir da sein? Boah, gut, ne? Fuck. Müssen wir wohl oder übel ein bisschen aufs Gas treten jetzt, ne? Blackie LP 88, da gibt es, genau, da gibt es den Command, den Schwimmbadpommes, der gerade reingepostet hat. Ja, wir drücken ein bisschen auf die Tube, das geht schon. Das haut schon hin. 709773, Dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Herzlich willkommen, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Huch, ja, ein bisschen an den Rand gefahren, passt schon. Lohnt sich noch einen Snack zu holen? Na, ein Momentchen fahren wir noch. 600 Kilometer haben wir noch vor uns. Das geht schon noch. So. Das Blitze. Also scheiß Mülltonne. Oh, es läuft übrigens keine Musik mehr, ne? Gar keinem aufgefallen. Oder hat jemand geschrieben, ich hab's nicht gelesen? Das kann auch sein. Ja, komm. Gibt's in der Türkei überhaupt Blitzer? Weiß ich nicht. Aber wir sind doch noch nicht in der Türkei, ne? Ich glaube, wir sind noch nicht in der Türkei. Nee. Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Es gibt Blitzer, wo du unterwegs bist. Ich könnte mir vorstellen, gerade so in den Großstädten, so Istanbul oder Antalya oder so, haben sie auf jeden Fall Blitzer. Vorfahrt, ich habe keine Zeit für Vorfahrt. Die Musik war aus. Danke. Die Musik ist wieder an. Yay. Danke. Ich geb dir nichts. Oh Gott, Entschuldigung. Es gibt übrigens, glaube ich, ich habe vorhin. Ich habe neue, es müssten neue BTTV-Emotes auch irgendwo sein, ne?
Ich glaube, da müssten neue BTTV-Emotes sein. Ich habe zumindest welche neue hinzugefügt. Welche? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, irgend so einen komischen tanzenden Hund. Achso, warte mal, ich muss mal kurz meinen Chat neu starten hier. Dann sehe ich die nämlich auch. Ich glaube, das war so ein tanzender Mops einmal. Dann, ich glaube, den Pepo irgendwie in Schüchtern oder sowas. Soll ich dir mal ein paar neue vorschlagen im Discord? Bomis kannst du gerne machen, ja? Sehr gerne. Wir haben ja, glaube ich, jetzt 200 Plätze oder sowas. Genau, genau. Und was der Teach gepostet hat, den Noob und der die Finger so macht. Genau, genau, genau. Fährst du eigentlich seit 5 Stunden eine Lieferung oder mehr? Wir fahren jetzt seit knapp 3,5 Stunden diese Lieferung hier. Sehen wir alles als Text? Tixo, du brauchst Better TV, wenn du das sehen möchtest. Du musst dir Better TV installieren. Was ist das denn jetzt? Fahr doch mal zu, Kollege. Jetzt biegt der auch links ab. Ich krieg's Kotzen. Schleicht da vor mir rum, weißt du? Kann ich jetzt brauchen, ey. Kann ich jetzt brauchen, so einen. Der da fast einschläft am Steuer. Hell Queen Lilith, Dankeschön auch an dich für deine 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Kannst du den Bus auch überholen? Ja, kannst du schon machen, klar. Aber ob es sinnvoll ist, ist die andere Geschichte. Junge. Okay. Wenn da kein Auto kommt, dann kannst du auch fahren. Der Bus auch hier abgebogen? Ne, ich glaube nicht. Oh, Gott sei Dank. Wo ist hier Polizei? LOL. Da ist halt nirgendwo Polizist gewesen. LOL. Arschloch. Aber ist mir jetzt auch egal, dann zahlen wir halt 400 oder 900. Wir müssen jetzt ein bisschen auf der Kette geben hier. Bleifuß. Der Lachs muss ziehen. Sonst kommen wir zu spät, das wäre ärgerlich. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Aus dem Weg, Geringverdiener! Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier für ein Stau? Ach, das sind die Cops, die mich gerade aufgeschrieben haben! Schweine! Achso, mal hier drüben Vorfahrt. Leck mich doch am Arsch. Was für Unfall verursacht, hä? Ich bin Deutsch, ich habe immer Vorfahrt.
Du hast auch noch Zeit, oder nicht? Nee, ich glaube, wird eng. Also schlafen gehen dürfen wir nicht mehr. Schlafen gehen ist nicht mehr. Aber wir kriegen 150.000, selbst wenn wir jetzt noch 10 Unfälle bauen. Wir können da easy durchziehen. Oh, guck mal, Burger. Oh, lecker. War die Ampel rot? Ich habe die scheiß Ampel nicht gesehen. Die war nicht rot, ne? Sonst hätte ich... Sonst hätte ich Strafe gekriegt, wenn die rot gewesen wäre. Hä, hey, nee, ich hätte eine Strafe gekriegt, wenn die Ampel rot gewesen wäre. War die wirklich rot? Weil normalerweise kriegst du immer automatisch Strafe, wenn du über rote Ampel fährst. War rot? Echt? Oh. Ja, kann ich jetzt auch nichts für. Ist ja nicht meine Ampel. Die Farbe von Cola-Dosen, die kennst du doch. Was aber schön Städtchen hier, ne? Schon hübsch. Liegt einfach mal so ein Müllsack auf der Straße. Cool. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Warte mal, nur kurz gucken. 500 Kilometer haben wir noch. Ei, ei, ei. Außerhalb Deutschlands sind rote Ampeln Vorschlag, keine Pflicht. Schön. Gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Jetzt mal den vierten Resident Evil Village Lauf starten. Was? Viermal schon? Nice. Krass. Finde ich sehr, sehr gut. Ich mag es, wenn Leute sich Spiele für 70 Euro kaufen und die dann nicht nur einmal spielen und in die Ecke schmeißen. Das finde ich gut. Gefällt mir. Ein Trend, den wir öfter wieder brauchen. Vielleicht spamme ich dir gleich deine PN-Folge mit BTTV-Emotes. Alles gut, ich bin das schon gewohnt von dir. Warum ist das überhaupt kein Problem? Sind doch, wenn die nur 70 fahren, was soll das? Straße ist doch frei, oder nicht? Hä? Ah. Welcher Maßstab wird eigentlich 1000 Kilometer in wenigen Stunden? Ist schon, hm? Ja. Hast du nicht unrecht, wäre natürlich cooler, wenn es länger dauern würde. Auf der anderen Seite, bin ich ganz ehrlich zu dir, ich meine, es wäre zwar für die ersten Male ganz cool, wenn du jetzt, keine Ahnung, von Deutschland nach Italien die Realtime brauchen würdest oder von Deutschland nach, keine Ahnung, in die Türkei mit dem Auto. Wäre schon cool, wenn das Real dauern würde, aber das wäre halt die ersten Male cool. So, und irgendwann wäre es halt nicht mehr lustig, so, weißt du? Irgendwann würde es mir einfach keinen Spaß mehr machen. Müssen wir tanken? Nee. Und deswegen, also es ist schon cool, aber ich bin auch ganz froh, dass der Maßstab hier bei ETS so ist, wie er ist. Bin ich ganz ehrlich. Bräuchte fast 4 Tage in die Türkei.
Das ist es halt so, weißt du? Ich finde es nice, wenn das Straßennetz 1:1 wäre und die Städte, genau, die Städte, die Wahrzeichen und sowas. Das finde ich auch wichtiger, dass die Städte vielleicht wirklich in großen Maßstab setzen. Das wäre nice. Also das mit den Städten sehe ich genauso. Also es wäre schon cool, wenn die Städte wirklich ein bisschen realistischer dann auch nach dem aussehen würden, wie sie in echt aussehen. ¿3:1 in Städten laut SCS-Software? Echt? Die Städte sind 3:1 im Maßstab nachgebaut? Das kann ich gar nicht glauben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die sind doch so klein, die Städte immer. Evil Black Devil 93, dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Junge, komm, ein bisschen aufs Gas kannst du schon treten. Auch wenn da 50 stand, du musst jetzt nicht 49 fahren. Darf ich den Link nochmal posten? Nee, leider keine Links. Tut mir leid. Tut mir leid, keine Links leider. Aber ich glaub dir das schon, dass die das gesagt haben. Ich glaub dir das schon. Keine Tankstelle mehr besuchen? Nee, Fox, leider nicht. Ich hoffe, du hast dich genug eingedeckt mit deinem ganzen Stuff. Wir müssen jetzt durchtüdeln. Ansonsten wird's eng. Orken 37. Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Oh, Bruder. Du darfst 80 fahren. Was fährst du denn jetzt fast 60? Gib doch einmal ein bisschen Gas, bitte. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Haben wir den VW-Fahrer gemacht gerade. Gott sei Dank sind hier keine Blitze mitten in der Pampa. Hallo, hallo. Tag ist noch fast voll. Eben. Und gerade die zweite Spur hier mit nutzen. Das passt schon. So. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen rein, ne? Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Jetzt habe ich die nächste Schnarchnase vor mir. Ach. Unfassbar. Bumblebeer Beast, dankeschön für deine 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Und Raimuri, dankeschön auch an dich für deine 6 Monate. Schön nach der Spätschicht bei ETS-Stream entspannen. Nice. Dankeschön auch an dich für deine 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Einfach überholen. Durchgezogene Linie, kurvenreiche Strecke. Einfach mal überholen. Easy. Der Gegenverkehr kann ja auch bremsen, ne? Genau. Nice. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen, by the way, ne? Gute Nacht. Fuego. Fuego.
Voici, danke schön für deine 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Grüße aus Kiel und danke für die Abende mit dir zusammen. Diese helfen mir immer, gute Laune zu bekommen. Das ist sehr schön. Dafür sind die Streams da. Ich danke dir vielmals für deine 5 Euro und Grüße zurück natürlich nach Kiel. Schöne Grüße zurück. Schöne Grüße zurück, Hammer. Und Dankeschön. Dankeschön. Und Silverfish LPT, Dankeschön auch an dich für deine 5 Monate. Dankeschön und Meister Wolf, Dankeschön für deine 200 Bits. Ich übernehme mir die nächste Maut. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Eurofighter, alles gut bei dir? Jo. Bei dir hoffentlich auch. Sicherlich. Geht immer so weiter. Bumblebees, bin weg, wollte noch mal ein Prime da lassen. Das ist sehr, sehr nett von dir. Das ist super, super nett von dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und schönen Abend dir noch. So. Fuego. Fuego. Was ist dein präferiertes Bier? Ich trinke tatsächlich sehr, sehr gerne Heineken-Bier. Heineken trinke ich sehr, sehr gerne. Ich kriege nur immer tierische Blähungen auf Heineken-Bier. Aber ich trinke es super gerne. Danach Mario Kart? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollten auch noch Pokémon spielen. Ich glaube eher, dass das was wird. Ich glaube eher nicht. Zumal wir ja immer noch im Moment fahren. Ne? Ist ja immer noch 340 Kilometer. Krass. Krass, krass, krass. Danach Rückfahrt. Na, ich glaube nicht. Zeit aufzustehen, sagt mir die Uhr. Frechheit. Schaffen wir das noch? Ja, oh, easy. Easy Rider. Was sagst du zu dunklem Bier? Also du meinst wahrscheinlich Bockbier oder Schwarzbier oder sowas, ne? Bockbier ist schon lecker. Kommt aber immer drauf an. Also ich muss da Bock drauf haben. Also gerade so Winterbockbier schmeckt schon geil. Trinke ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, das eine Bier von Bredelmike und Anni war auch ein Bockbier. Habe ich noch nicht probiert bis jetzt. Aber kann man schon mal verknusen. Ansonsten, ja kann man schon mal machen, also auch gerade Schwarzbier oder sowas, ist schon lecker, ne? Aber ich bin dann doch eher der süffige, helle Biertrinker. Das ist eher so meins. Oder lässt mich fahren, weil er nicht durchkommt sonst, ne? Das ist aber nett von dir, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Letzte Frage, Weizen? Ja. Schönes Kristallweizen oder sowas im Sommer, richtig geil. Richtig geil. Mikrobe, deswegen heißt es auch Bockbier, weil man Bock drauf haben muss. Ja, und ich bin hier wieder der, der die schlechten Witze macht, ne? Alles klar. Wie schmeckt ihr Funkstätter? Ja, gut. Ist auch okay. Ich trinke das eher selten, muss ich sagen, das Funkstätter. Aber es schmeckt schon ganz gut. Kann man auch trinken, auf jeden Fall. Kann man schon trinken. Auf jeden Fall. Franziskaner Kellerbier. Okay, ich muss eh neues Bier für Wochenende kaufen. Franziskaner Kellerbier, gucke ich mal rein. Funkstätter ist noch schlimmer als unser Binding hier. Also ich habe mir letztens, weil ich das eigentlich immer ganz gerne getrunken habe, habe ich mir letztens, ich habe mir letztens noch Binding-Bier aus der Dose gekauft. 25 Euro hat die Scheißsteige gekostet. Und das war eigentlich ganz gut. Ich mochte das. Franziskaner Kellerbier. Probiere ich aus. Wie gesagt, muss eh neues Bier kaufen.
Kenteran, dankeschön für deine 2 Monate und Dürer-LP, dankeschön auch an dich für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Kellerbier super. Hause Fox und Teach empfiehlt das. Ja, wie gesagt, ich habe also das Franziskaner jetzt an sich habe ich noch nicht getrunken bis jetzt. Das kenne ich nicht. Das habe ich noch nicht probiert, gell. Meinungen zu Radler. Trinke ich im Sommer immer mal ganz gerne zur Abkühlung. Trinke ich Radler im Sommer immer mal ganz gerne, wenn man keinen Knallschädel haben möchte. Oder nicht irgendwie direkt einen Bierkorb haben will oder sowas am nächsten Tag. Trinke ich immer mal einen Radler ganz gerne. Ich trinke auch zum Beispiel im Sommer ganz gerne mal ein alkoholfreies Radler. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Kann man schon machen. Kann man schon machen. Finde ich jetzt, ne? So. Ich finde Radler schon okay. Oh! Ich hab die Kurve nicht gesehen. Okay, hier komme ich nicht mehr weg. Huch, wir müssen uns zurücksetzen. Ich hab die Kurve nicht gesehen. Warte mal. Okay, die Fracht ist aber nicht, Fracht ist aber nicht beschädigt. Ah, okay, dann schleppe ich mal zur Werkstatt ab. Naja, passt schon. Ich hab gerade im Chat gelesen, ich hab die Kurve nicht gesehen. Ich dachte, es geht geradeaus. Kennst du Sternquell? Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. So, wo sind wir jetzt? Ja, geht aber. Geht. Wir haben nicht viel verloren, glaube ich. Haben wir den? Okay, wir haben den Auftrag aber noch, ne? Wo ist die scheiß Werkstatt? Ich dachte, die haben mich dahin abgeschleppt. Achso. Ja, komm, reparier den Schinken mal. Let's go. Da spricht man. Ja, don't drink and drive, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, sollte man nicht machen. Da komm mal auf den Schinken da, ich muss hier weg. Da komme ich nicht rum, da muss ich lang. So. Redet kaum über Radler, passiert das. Ne, wie gesagt, ich trinke Radler eigentlich immer ganz gerne. Das ist schon okay. Radler kann man schon trinken. 204 Kilometer. Hä? Sind wir jetzt sogar näher dran an unserem Ziel? Kann es sein, dass wir näher dran sind? Hatten wir nicht gerade noch 340 Kilometer oder so? Na, oh, nice. Da kommen wir ja doch noch pünktlich, wa? Sehr gut. Du bist schon in der Türkei. Ja, ne? Aber wir haben den Grenzübergang jetzt quasi... übergangen? Lol. Das Gutmann schon probiert? Nee. Aber das ist bestimmt voll Gutmann. Nee, habe ich noch nicht probiert. Das ist aber auch hier mit 50, dann wieder runter auf 50, dann wieder hoch auf 80, dann wieder runter auf 50, 90, 70, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oh, ich muss hier rüber. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Ja, gut, ne? Jo, mei. Kannst halt auch mal ein bisschen länger dauern, gell? Oh, ich muss ja links, ne? Das heißt, ich muss hier rüber. Was ist das denn hier für eine Straßenführung? Das sieht ja ganz komisch aus hier. Komisch.
Darf ich hier langfahren, wo ich gerade langfahre? Okay, das ist eine Kreuzung, glaube ich. Muss zum Spiel nicht auch mal schlafen? Ja, doch. Normalerweise jetzt eigentlich dann so langsam, weil er schon gegähnt hat, so wie gerade eben. Aber wir haben keine Zeit zum Schlafen jetzt. Wir müssen durchziehen. Ah, da kommt schon wieder. Oh, nahegelegene Wiegenstation. Oh, leck mich doch am Arsch. Ach. Zum Kotzen. Soll ich mich mal mit auf die Wiege stellen? Voll gemein einfach. Und dann immer wieder zurückfahren. So, mach mal schneller, komm. Sie im perfekten technischen Zustand. Ich hab das doch gerade erst reparieren lassen. Was wollt ihr von mir? Hä? Ich hab das doch gerade erst reparieren lassen. Ich liebe deine Community, Tobi, die ist toll. Ja, die ist schon ganz okay. Nein, die sind alle super. Ja, die sind ganz in Ordnung. Nein, super Community. Wirklich. Ich könnte mir keine bessere vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit dem Nichtschlafen, ne? Das sind jetzt noch 126 Kilometer. Ja, wobei, das müssten wir schaffen. Komm, wir ziehen durch. Scheiß drauf. Könnte knapp werden. Ja, komm, wir riskieren. Wir riskieren einfach. Sonst wird's wirklich, dann kommen wir wirklich zu spät. Das wäre ärgerlich. Mal aber fährlich dann. Ja, kannst du halt nicht machen, wenn vor dir einer fährt. Ne, blendet man die ja. Aber wir sind gleich da. 99 Kilometer. Zweistellige Kilometeranzahl nur noch. Zweistellige Kilometeranzahl nach fast 4 Stunden. Heilige Maria. 4 Stunden Auto Truck Simulator. Auf YouTube wird leider ein bisschen was fehlen von der Fahrt. Ihr habt aber wahrscheinlich nicht allzu viel verpasst. Weil ich hatte einmal kurz Pause gemacht und habe vergessen, die Aufnahme danach wieder zu starten. Deswegen ist da ein bisschen was rausgeschnitten. Nichtsdestotrotz ist auf YouTube auch fast 3 Stunden 18 Minuten. An Folgen. Also an... Ne? An Fahrt. Das ist auch trotzdem immer noch sehr viel. Und dann eine enge Kurve. Ja, enge Einfahrt am Ziel. Dann kotze ich. Pommes Schnauze. Dann scheiß ich dir meinen Vorgarten.
Ich bin der OG im Vorgarten scheißen. Ich habe keinen Vorgarten. Ja, aber bestimmt eine Terrasse oder sowas. Du hast eine Terrasse. Ich habe deinen E-Grill schon gesehen. Nur Balkon. Ja, dann schmeiße ich halt wie so ein Affe meine Kacke da oben auf deinem Balkon drauf. Oder ich scheiße euch vor die Gemeinschaftshaustür. Naja. Laberababa ist mir auch egal jetzt. Gib doch mal Stoff da vorne, Mensch. Mir hängt keine Zeit. Ich habe Angst, dass wir gleich irgendwo abbiegen müssen. Ach komm, ich riskiere es einfach. Schon mal anzeigen, dass ich hier durch muss. Er fährt trotzdem rüber. Arschloch. Hast du eigentlich auch eine Dashcam? Nee, aber tatsächlich habe ich mir immer, gucke ich mir immer so Dashcam-Videos an. Auf YouTube von so einem Kanal. Und tatsächlich habe ich mir jetzt schon überlegt, mir vielleicht auch einfach mal eine Dashcam zu kaufen. Weil ich das eigentlich nicht schlecht finde. Gerade wenn so Streitsituationen sind, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, eine Dashcam zu haben. Und ich glaube, die werden ja mittlerweile auch anerkannt, ne? Glaube ich. Dashcam-Videos auf deinem Kanal? Nee, das nicht, das nicht. Aber trotzdem, ich denke halt, werden sie, naja, zumindest, ist das nicht verboten in Deutschland? Nein, die hat doch jeder, aber diese Dashcams. Und warum ist das verboten? Das ist voll dumm. Hat keine Aussagekraft vor dem Gericht. Das ist so dämlich, ne? Da hast du dann schon die Beweise direkt vor den Augen. Ja, der hat den Tod gefahren, weil er 100 km/h in der Stadt zu schnell gefahren ist. Aber Gericht so, ja, nee. Nee. Nee, das ist, keine Ahnung, das ist, das kann ja auch gestellt gewesen sein, gell? Hä? Deutsche Justiz, Alter. Dumm. Dumm. Einfach nur dumm. Kann ich nicht mehr zu sagen. Dumm. Es geht auf die, was für ein Eingriff in die Datenschutz. Ach ja, die Datenschutzgeschichte wieder. Die Datenschutzgeschichte wieder. Datenschutz. Ach. Dieses Vorgegaukel vom Staat von wegen Datenschutz, weißt du? Aber der Staat kann dir in deine Bankkonten reingucken. Das ist dann Datenschutz oder was? Hä? Hä? Ja, komm. Ist doch alles für einen Arsch. Ganz ehrlich, sollen sie doch jemand anderen verarschen. Ist doch Bullshit. So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier rechts. Datenschutz, Datenschmutz, sag ich immer. Ist so. Kein Politik-Talk? Nee, das nicht, aber ganz ehrlich, das mit den Dashcam-Videos ist Bullshit. Also, dass das nicht von Gerichten anerkannt wird, oder mittlerweile ja doch schon, oder halt irgendwie auch nicht, das ist halt wirklich ultra dämlich. Also, gerade wenn da halt wirklich Unfälle dabei sind, wo einer gestorben ist, da dann zu sagen, ja, das können wir leider nicht akzeptieren, weil Datenschutz. Also ganz ehrlich, tut mir leid, aber da krieg ich so eine Krawatte. Ohne Mist. Da kriege ich echt eine Riesenkrawatte. Ohne, also wirklich. Da platzt mir das Arschloch, sage ich euch ganz ehrlich. So,
Packen wir das Ding noch rückwärts ein? Wir probieren es zumindest. Wir probieren es zumindest. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber wir probieren es. Gott, der soll doch da hinten in die Ecke. Was soll das denn, ey? Warte mal, wo in der Ecke soll der denn? Ach, da hinten rein auch noch. Oh, hart. Hart. Aber kriegen wir hin, glaube ich. Ich glaube, das kriegen wir hin. Uiuiui. Oh, Rückwärtsgang bitte. Ach du Heilige. Weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir probieren es. Ich hab Bock. So. Geht eigentlich. Das ist nur rückwärts und dann so ein bisschen schräg in die Ecke. Wir müssen einfach nur gerade rückwärts fahren. Weißt du nicht, was die da hinten in der Ecke mit den Steinen wollen, aber hey, ist doch nicht mein Problem. Das ist ja nicht mein Problem, ne? Schade, fast. Fast in einem Zug geschafft sogar, ey. Kacke. Zu kurzen. Blöd. So. Klingt wie das Gepiepe im Mac ist. So hört sich das an, wenn der Teach rückwärts läuft. Fast, 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 fast. Sprichst doch nur aus eigener Erfahrung, na klar. Weiß ich, komme easy um die Ecke rum, aber jetzt schaffe ich es nicht, da gerade diesen scheiß Viereck einzuparken, oder was? Gibt's doch gar nicht. So, komm schon. Ja, komm, das muss passen. Steht halt ein wenig schräg, aber ist doch nicht so schlimm, oder? Kein Bock drauf, sagen sie. Kein Bock drauf, der muss gerade da drin stehen, sagt er. Deutsche Qualität anders gewöhnt, hä? Deutsche Qualität immer genau, hä? Hallo? Ja komm, leck mich am Arsch. Das Ding stand da drinne. Verspätet. Ja, passiert. Passiert. 55 Minuten zu spät, 11.000 Euro Abzug. Hey, kein Ding. 138.000 kriegen wir. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Wir haben sogar noch einen Levelaufstieg gehabt. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir mit. 1,137 Millionen haben wir jetzt. Nice. Wo ist hier was zum Schlafen?
Oh, hier ist direkt eine Tankstelle und auch nochmal zum Reparieren. Nice. Eine ewig lange Fahrt, ey. Leck mich am Arsch. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Heftsch. Heftig, heftig, heftig. Wie lange sind wir gefahren? 4,5 Stunden fast. Fast 4,5 Stunden sind wir gefahren. Uff. War das jetzt nur eine Strecke? Yo, das war eine Strecke, die wir heute gefahren sind. Das erste Mal, dass wir so lange gefahren sind. Wohin jetzt? Auf dem Rastplatz schlafen und Feierabend machen vorhin. Morgen ist übrigens Dingens hier, ne? Morgen ist richtig lit Horizon Stream. Hör mal. Wer Bock hat. Ne? So, ich glaube, hier kommen wir auf diese. Wir müssen ja auf die Spur hier drüben. Sind schon zwei Spuren, oder? Ja, easy. So. Hui! Willst du nochmal sowas wie FIFA-Karriere spielen? Ja, Bock hätte ich da schon drauf. Und die Polizei lässt mich fahren. Wahrscheinlich, damit sie mich gleich wieder aufschreiben kann. Bock hätte ich da schon immer noch drauf. Bock hätte ich da schon immer noch drauf. Ich weiß halt nicht, ob jetzt FIFA, eine FIFA 21 Karriere, wird das jetzt noch jemand gucken? Weiß ich nicht. Ob das noch jemand gucken würde. Oh. Oh. Gaming Gandalf, Dankeschön für 6 Monate und Moldi11, Dankeschön für 2 Monate. Meinst du jetzt noch, dass was Neues mit Gronkh auf YouTube kommt? Was kommt denn da? Wir haben noch 4, 5 Folgen von einem Projekt auf Halde. Das sollte jetzt dann die nächsten Tage kommen und dann müssen wir erst ein neues Dingens, neues Projekt aufnehmen. Ist hier, finde ich, nur noch Pay to Win? Na, der Karrieremodus nicht. Karrieremodus nicht. Hast dich doch wacker durchgekämpft. Ja, 2, 3 Geschichten. Der Unfall war scheiße, aber hat uns ein bisschen Zeit gebracht. Ja, war schon okay. War schon okay. Auf YouTube sage ich tschüss.